Okay, ich denke, wir können mal versuchen anzufangen. Erstmal herzlich willkommen allen, die gekommen sind. Wir hatten eventuell ein paar mehr gerechnet, aber das Thema scheint nicht so attraktiv anziehend zu sein. Herr Hendrich, vielleicht links neben mich, das ist dann so, dann bin ich so eine natürliche Barriere. Okay, oder ich bin Hubertzerträgern ausgesetzt, das weiß man jetzt nicht. Mikrofone, links dran ist irgendwie ein Knöpfchen, das ist ein Funkmikrofon, dann geht das Licht an, dann könnt ihr alle sprechen. Also, worum geht es hier heute? Hier geht es um eine Podiumsdiskussion zum Thema Wahlrecht. Wahlrecht ist vielerlei im Gespräch. Was wir hier diskutieren wollen, ist, dass am 1. Juni diesen Jahres eine Frist abgelaufen ist seitens des Bundesverfassungsgerichts, dass man doch darum gebeten hat, eine Reform des Wahlrechts einzuleiten. Diese Reform wurde bis zum 1. Juli nicht in die Wege geleitet, also so zu meinem Wissensstand, also so kam das in der Presse auch rüber. Und kurz nach Ablauf der Frist gab es dann seitens der verschiedenen Parteien im Bundestag Vorschläge. Und zuletzt, letzte Woche, glaube ich, wurde von Schwarz-Gelb der Vorschlag verabschiedet, der eigene Gesetzesvorschlag verabschiedet, in dem unter anderem hier rechts neben mir der Herr Stefan Ruppert mitgewirkt hat. Er hat diesen Vorschlag miterarbeitet. Links neben mir sitzt direkt der Herr Fendrich von Wahlrecht.de. Der Vorschlag ist ja schon länger bekannt, der Gesetzesvorschlag von Schwarz-Gelb. Herr Fendrich hat diesen schon ein bisschen analysiert und hat da auch geguckt, ob dieser Vorschlag die Probleme beseitigt, die das Bundesverfassungsgericht angemerkt hat. Und dann haben wir noch außen sitzend den Herrn Urbert, Stefan Urbert aus Baden-Württemberg. Er ist Gründungsmitglied der Piratenpartei Baden-Württemberg, Kandidat bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl Baden-Württemberg. Und er hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und möchte das gerne aus piratiger Sicht rüberbringen. Ich selber bin auch Pirat, mein Name ist Sebastian Greiner. Ich möchte ein bisschen moderieren und mich ansonsten möglichst raushalten. Wir haben im Publikum noch ein paar Stimmen sitzen, deswegen würde ich eigentlich darum bitten, anzufangen und würde den Herrn Fendrich mal bitten, jetzt einfach mal für die Leute im Publikum zu erklären, was denn dieses negative Stimmgewicht ist, das, was das Bundesverfassungsgericht angemerkt hat, wie das zustande kommt, ob man das in einfachen Worten erklären kann. Okay. Ja, negative Stimmen. Nichts? Besser? Ja. Kann man auch ausmachen. Ja, negative Stimmgewicht, was ist das? Das ist, wenn man zur Wahl geht, wählt eine Partei. Und wenn am Schluss ausgezählt wird, wenn man am Schluss auszählt, führt diese Stimme dann dazu, dass die Partei weniger Stimmen hat, als wenn man es nicht gemacht hätte. Das ist also ganz grob das negative Stimmgewicht. Und ja, wie kann das bei der Bundestagswahl passieren? Das hängt eben damit zusammen, wie das eigentlich aufgeteilt ist. Wir haben nämlich Landeslisten, die Partei tritt also nicht Bundesgebiet an, sondern eben einzelne Bundesland. Und mit einer Landesliste. Und wenn man halt zur Wahl geht und der zweite Aspekt ist, dass es Übermandate gibt, die eben auch in einem Bundesland auftreten. Das heißt also, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr Sitzer an zwei Stimmen zustehen, dann kriegt sie trotzdem die Sitze, die eben da mehr angefallen sind. Das nennt man dann eben Überhangmandate. Ja, und das negative Stimmgewicht, das entsteht dadurch, dass wenn man eben zur Wahl geht, nimmt man halt durch seine Stimme mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anderen Bundesländern eben Sitze weg. Das führt halt dazu, dass eigene Partei eben auch dann die Sitze verliert, aber die Landesliste, die man selber gewählt hat, profitiert nicht davon, weil die halt eben Überhangmandate hat und der Wahl weniger. So, das ist der
allgemeiner Mechanismus, ohne jetzt irgendwie die Feinheiten, und das ist glaube ich auch noch so allgemein, dass das über den aktuellen Gesetzentwurf, der beschlossen wurde, dass das also auch noch gilt. Okay. Können wir das bitte etwas lauter machen, das Mikrofon von den Herren? Ist das. Ist das jetzt schon am Fall? Oder ist es jetzt besser? Ja. Okay, dann halte ich es direkt. Das war sehr leid. Gut, soll ich es nochmal wiederholen? Ja. Kurz, oder? Okay, also was sehen Sie eben so aus, dass wir in den Bundesländern wählen. Wir wählen also nicht eine Partei, sondern eine Landesliste einer Partei. Und jede Landesliste kriegt eben irgendwo proportional zu ihren Stimmen dann Sitze nach den Zweitstimmen. Gleichzeitig gibt es aber auch Erststimmen, mit denen die Direktkandidaten gewählt werden. Und wenn jetzt eine Landesliste mehr Direktkandidaten durchbringt, als ihr nach Zweitstimmen zusteht, dann bekommt sie eben diese zusätzlichen Stimmen als Überhangmandate. So, das waren die Überhangmandate. Das negative Stimmgewicht, das entsteht dadurch, wenn man jetzt in so einem Land, wo Überhangmandate auftreten, die Partei wählt, die da Überhangmandate hat, dann führt das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu, dass man näher einer anderen Liste, also auch einer Liste der eigenen Partei, Sitze wegnimmt, dann mit einer Stimme vielleicht einen Sitz. Und dann hat aber die eigene Liste nichts davon, weil eben Überhangmandate aufgetreten ist. Und unterm Strich hat dann jede Partei einen Sitz weniger. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, dass das nicht auftreten darf. Okay, Herr Rupert, Sie haben jetzt einen Gesetzesvorschlag mit erarbeitet, der dieses negative Stimmgewicht beseitigen soll. Sie haben mir gesagt am Telefon, Sie könnten auch grundsätzlich auf die Vorschläge der anderen Parteien eingehen. Wäre das möglich, einfach mal so die Vorschläge zu hören und dann vielleicht explizitieren und warum der sinnvollste jetzt ist in Ihren Augen? Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, ich bin heute die ganze Nacht nur gebrochen und werde hier nicht alt heute, nicht der Magen-Darm-Virus alt. Aber das kann ich machen. Die SPD hat vorgeschlagen, an dem Phänomen Überhangmandate anzusetzen. Also dort, wo Baden-Württemberg beispielsweise die CDU bereits so viele Wahlkreise gewonnen hat, dass es mehr sind, als ihr nach Zweitstimme zustehen, dass man diese Überhangmandate in irgendeiner Form, wie könnte man noch genauer beschreiben, ausgleicht. Das heißt, die CDU hat eine gewisse Zahl Überhangmandate, dann hat der SPD-Vorschlag vorgesehen, man gibt den anderen Parteien Ausgleichsmandate. Das gibt es auf Länderebene auch, wird also in einzelnen Bundesländern auch praktiziert, vergrößert im Einzelfall natürlich dann um die Ausgleichsmandate den Bundestag, allerdings zu sehr schwer voraussagbaren Größen. Also es kann mal sein, dass er genauso groß bleibt, es kann auch mal sehr groß werden. Die Grünen, nach den Berechnungen, die uns vorliegen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationsgesellschaft, lösen die das Problem damit nicht ausreichend. Jetzt kann man sich immer beim negativen Stimmgewicht fragen, was ist das negative Stimmgewicht? Handelt es sich bei negativem Stimmgewicht einfach um das Phänomen, ich wähle meine Partei, sie hat dadurch einen Sitz weniger? Oder muss man noch einbeziehen, das Verhältnis der Gesamtzahl meiner Mandate zu den anderen Parteien? Also ist ein negatives Stimmgewicht auch dann möglich, wenn ich zwar meine Partei wähle, aber das Verhältnis zu den anderen Parteien nicht stimmt. Die Grünen und die Linken haben einen Teil ihres Vorschlages gemeinsam, oder sind sozusagen gemeinsamen Aspekt ausgearbeitet. Sie haben gesagt, die baden-württembergischen Überhangmandate, um an dem Beispiel zu bleiben, die nehmen wir anderen Landeslisten weg und verrechnen sie. Also, angenommen, es würden 10 Überhangmandate in Baden-Württemberg anfallen, dann würde man nach einem gewissen Verfahren von den Zweitstimmenkandidaten in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Brandenburg Kandidaten nicht in den Bundestag einziehen lassen. Das hat den großen Vorteil, dass es das negative Stimmgewicht beseitigt. Es hat aber
auch aus meiner Sicht einige gravierende Nachteile. A, habe ich das Sonderproblem, wie so oft im Leben, CSU. Weil, was mache ich mit den Überhangmandaten der CSU? Die kann ich ja schlecht eigentlich auf einer Liste der CDU verrechnen. Und das Zweite ist, die Baden-Württemberger in meinem Beispiel bleiben alle im Bundestag, während bei den anderen Landesverbänden halt es weniger werden. Also, ich habe relativ betrachtet viel mehr Baden-Württemberger pro CDU-Wähler im Bundestag als Brandenburger oder Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, also das föderale Ungleichgewicht. An dem Punkt an dem Punkt CSU unterscheiden sich jetzt die Vorschläge der Linken und der Grünen. Die Grünen schlagen vor, die drei überhängenden CSU-Kandidaten, im Moment sind es bei der letzten Bundestagswahl drei gewesen, einfach nicht in den Bundestag einziehen zu lassen. Also zu sagen, die drei schlechtesten Direktwahlkreisgewinner der CSU, München, Nord, Nürnberg, die nur 30% der Erststimmen errungen haben, die bleiben zu Hause. Da sehe ich ein Problem, dass sie halt verwaiste Wahlkreise haben, das heißt, sie haben ganze Wahlkreise, wo es keinen, wenn nicht zufällig von einer anderen Partei dort ein Bewerber herkommt, keinen Bewerber mehr gibt. Deswegen ist mir persönlich der linke Vorschlag sympathischer und ich halte ihn für besser. Der gleicht dann die CSU-Mandate, diese drei überhängenden CSU-Mandate aus. Da, gilt auch für den SPD-Vorschlag, ist aber ein enormer Hebel drin. Denn wenn Sie eine Partei, die vielleicht auch irgendwann mal 10 Überhangmandate gewinnt, CSU nämlich, auf Bundesebene betrachten, dann ist sie eben vielleicht doch nur eine 5 oder 6 Prozentpartei auf Bundesebene und sie müssen den deutlich größeren anderen Parteien, vielleicht meine eigene mal ausgenommen, gegenüber müssen sie einen Ausgleich vornehmen. Und da ist ein Hebel drin, je nachdem, wie viel Überhangmandate die CSU eben erringt. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der bei der Frage negatives Stimmgewicht entsteht dadurch unter anderem, dass ein Mandat von einem Land in ein anderes wandert. Also mein baden-württembergisches Beispiel, es ist für die eben besser, einen weniger über die Zweitstimme zu gewinnen, weil der in Niedersachsen eben real anfällt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen 16 getrennte Wahlgebiete. Baden-Württemberg ist eins, jedes Bundesland ist eins. Das hat auch gravierende Probleme. Auch unser Vorschlag ist keine perfekte Lösung, sondern er hat auch Kollateralschäden. Einen davon haben wir noch behoben aus meiner Sicht, nämlich, dass wir die Rundungsungenauigkeiten in sehr kleinen Bundesländern versuchen zu reparieren. Beispiel Bremen. Bremen hat nur 5 oder 6 Mandate. Und da kann es eben sein, dass sie im einen Fall mit 8% ein Mandat erringen und im nächsten Jahr mit 14% kein Mandat erringen. Anders als im bestehenden Wahlrecht, wo sie aber zumindest mit ihren Stimmen für diese Partei in Bremen auf Bundesebene zu deren Mandatsgewicht beigetragen haben, gingen diese Stimmen jetzt verloren, außer dass sie zum Erreichen der 5%-Hürde beitragen. Und da haben alle kleineren, manche fühlen sich ja nicht mehr als kleinere, alle kleineren Parteien natürlich das Problem, dass sehr schnell eine Situation aufkommt, wo man 16 Mal Rundungspech hat und wo dann der Erfolgswert der Stimme deutlich abweicht. Erstes Problem und wo man zweitens in den kleinen Landesverbänden in die Situation kommt, dass man gesagt bekommt, also eure Partei zu wählen lohnt sich hier nicht, die Stimme ist im Zweifel bei den derzeitigen Umfragelagen verfallen. Deswegen haben wir eine Art Sparschweinmodell gemacht, alle nicht zum Zug gekommenen Stimmen aus diesen Ländern werden in einer Art Sparschwein geworfen. Am Ende wird das Sparschwein zertrümmert. Man guckt, wie viele Stimmen sind drin. Teilt es durch den Divisor, den man für ein Mandat auf Bundesebene braucht. 70.000, sage ich jetzt mal beispielhaft. Und guckt, wie viele Reststimmen sind im Sparschwein drin. Stellt man in einem Beispiel angenommen fest, 4 sind drin oder 3 für diese Partei. Und dann verteilt man diese 3 Reststimmenmandate an die Parteien, an die Landesverbände, die am meisten ins Sparschwein Reststimmen eingezahlt haben. Ich hoffe, es gibt außer den absoluten Fachleuten, die ja hier absolut im Raum sind, noch weitere, denen das irgendwie transparent erscheint.
Aber es ist natürlich auch ein krummer Hund bis zu einem gewissen Grad, zumal man nur die positiv abweichenden Stimmen eben saldiert. Das Problem unseres Modells ist auch, dass das negative Stimmgewicht eben nicht vollständig beseitigt, sondern nur minimiert. Ich will am Ende deswegen einen Satz sagen, ich habe mal 3 Jahre am Verfassungsgericht in Karlsruhe gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Deswegen, man sollte sich ja nicht über die beschweren, die einem das Urteil gemacht haben. Nur, weswegen ich trotz aller Nachteile von dem Modell, was wir gemacht haben, noch überzeugt bin, ist, weil es aus meiner Sicht die geringsten Kollateralschäden hat, das bestehende demokratisch einstudierte Wahlrecht am wenigsten weitreichend verändert. Also die Wahlgewohnheiten, die Erwartungshaltung, was passiert mit meiner Stimme, aus meiner Sicht am besten widerspiegelt. Den Bundestag nicht drastisch vergrößert und von daher ein minimalinvasives, so haben wir das mal genannt, Wahlrecht ist. Allerdings, wie gesagt, auch dieses Modell hat aus meiner Sicht Defizite. Wenn man alles beseitigen wollte und die genannten Kollateralschäden aus meiner Sicht bei SPD, Vergrößerung des Bundestages oder allgemein Überhangmandate will man abschaffen oder man will keine regionalen Ungleichheiten, also Regionalproports, möglichst gut erhalten, müsste man meiner Meinung nach unser bestehendes Wahlrecht abschaffen und zu anderen Lösungen kommen. Also zu einem Mehrheitswahlrecht wie in Großbritannien oder zu einem Grabenwahlrecht oder einer Bundesliste. Also es gäbe noch weitere Modelle, die das Problem sehr gut lösen würden, die aber einen massiven Eingriff in unser Wahlrecht darstellen würden. Es tut mir leid, dass ich so lange geredet habe, aber das war jetzt halt der Durchgang durch die unterschiedlichen Modelle. Okay, dann haben wir jetzt, Herr Fendrich, haben wir jetzt gerade gehört, was der Vorschlag seitens der Bundesregierung war und die Vorschläge des Bundestags, weil... Ja, okay, es ist durch, klar, es ist durch. Deswegen, genau, es ist der Vorschlag des Bundestags, es ist der abgesegnete Vorschlag, das ist das neue Wahlrecht. Der Punkt ist, Sie haben das kritisiert. Jetzt hat Herr Ruppert schön angebracht, dass da ja einige Dinge sind bei den Vorschlägen der anderen Parteien, die gewesen sind, die er für gravierender, problematischer hält. Was wäre Ihr Vorschlag, das anzugehen? Was ist Ihre Kritik an dem, was jetzt beschlossen wurde? Und was wäre Ihr Vorschlag, das anders zu machen? Oder was wäre Ihr Vorschlag, das zu verbessern? Gut, wenn es zwei Fragen sind, was man anders machen kann und was jetzt noch die Kritik war. Ich fange mal erstmal mit der allgemeinen Kritik an, dass sozusagen erstmal relativ spät angesetzt wurde, um überhaupt da irgendwas zu machen. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, das war irgendwie so ein Tag vor Ende der Frist. Sie haben da vielleicht auch ein bisschen früher irgendwas gemacht und Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, wie da so die Probleme sind von der einen Partei zur anderen. Aber dass man sich da im Vorfeld, ich meine, 3 Jahre ist ja jetzt nicht ein kurzer Zeitraum, wo man da keine Zeit hat, sich zusammengesetzt hätte, dass man da Experten reingeholt hätte, um zu gucken, was kann man überhaupt machen, was geht, was geht nicht. Dann hat man halt eben muss man eigentlich auch feststellen, dass man bestimmte Sachen gar nicht gleichzeitig machen kann. Also man kann nicht gleichzeitig vollen Orts haben, man kann nicht gleichzeitig die Einerwahlkreise in einer bestimmten Anzahl haben und man kann nicht diese Wahlkreise dann als Einerwahlkreise haben. Das geht eigentlich nicht gleichzeitig. Also muss man dann einer von diesen Schrauben muss man dann drehen und sich dann darüber auch verständigen, wo man jetzt überhaupt dran drehen will. So, und welche Richtung wollte ich jetzt? Achso, ich würde jetzt erstmal Kritik. Die Kritik. Die Kritik war also, ist also, dass Sie das negative Stimmgewicht nicht beseitigen. Die Kritik ist, dass Sie sogar noch zusätzliche Mechanismen einführen, dadurch, dass Sie jetzt die Rundung eben nicht mehr auf Parteiebene machen, sondern den ersten Schritt auf Landesebene. Die Kritik ist, dass Sie die Überhangmandate erhalten, was ja anscheinend der Ziel der Aktion gewesen ist, wenigstens von Ihrem Koalitionspartner. Und die Kritik ist, dass Sie dadurch Ungleichheit, proportionale Verzerrungen reingebracht haben, dadurch, dass wir 16 Mal runden, dadurch, dass wir in den Ländern die
Stimmen unterschiedlich gewichten, dadurch, dass die unnötigen und Stimmen an kleine Parteien, an die großen in den Land verteilt werden und dass Ihr Paragraph, also Absatz 2a, den Sie da eingeführt haben, also dieses Sparschwein, eigentlich auch nicht so richtig in Wahlrecht reinpasst, weil irgendwie gibt es da gar keine Reststimmen oder wenn dann so die negativen geben. Also das ist also ein ziemlich intransparenter Paragraph. Ja, dann kam ja schon auf eben gerade einmal die Kritik, dass es so gerade ein Last-Minute-Vorschlag wohl sein könnte. So kam das rüber. Wir haben jetzt gehört, dass es Vorschläge gibt, dass es ein Problem gibt, alles auf einmal zu beseitigen und alles noch so zu behalten, wie es im aktuellen Wahlrecht ist. Herr Ruppert hat es ja selbst gesagt, denn dann müsste man ein komplett neues Wahlrecht eigentlich sich ausdenken. Was mir immer irgendwie komisch vorkam, war eben genau diese Last-Minute-Nummer. Und ich frage mich, und das frage ich jetzt einfach mal meinen Parteikollegen, ob das ein verfassungsrechtliches Problem war. Dass wir haben jetzt hier Vorschläge vorliegen, die aber irgendwie Wochen nach dieser Frist des Bundesverfassungsgerichts erst erarbeitet oder vorgestellt wurden und diskutiert wurden öffentlich. Und war das jetzt ein Problem für Deutschland, dass wir dementsprechend kein verfassungsgemäßes Wahlrecht mehr haben? Hört man mich? Warum? Okay. Jetzt? Nee. Jetzt? Jetzt hört man mich gut. Ich klemme es mal ein, sonst kann ich gleichzeitig schreiben und hier das Mikrofon halten, obwohl ich vielleicht jetzt nicht schreiben muss. Also, ich habe ein paar Notizen gemacht, das ist immer ganz hilfreich, gerade bei so einem komplizierten Thema. Und die erste Frage gleich zu beantworten, die an mich gerichtet wurde, ist es ein ganz großes Problem, dass das nicht behandelt wurde. Also mein Eindruck war, vielleicht täusche ich mich, vielleicht lief was hinter den Kulissen, hinter den Hinterzimmern, kann ja sein, im Bundestag redet man ja manchmal ans verschuldete verlassene Tür miteinander. Mein Eindruck war, dass 2,5 Jahre lang, bis auf einen Vorschlag der Grünen, schon zur letzten Bundestagswahl genau gar nichts passiert ist, was Wahlrechtsreform angeht. Und dass man so im Januar dieses Jahres mal so unverbindlich anfing zu diskutieren im Bundestag, wie könnte man denn da vielleicht und so. Dann hat irgendwann eine Panik gekriegt, als die Frist abgelaufen war, hat der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Professor Papier dann unverblümt in der Bildzeitung von einer drohenden Verfassungskrise, er hat, glaube ich, sogar noch ein härteres Wort benutzt, ich bin jetzt, ja genau, aber also zumindest von einer Verfassungskrise gesprochen hat, weil nämlich folgendes Problem besteht, wenn jetzt irgendwie sich da die CDU, CSU und FDP verzanken und so super homogen ist das Bild der Regierung nicht, muss man sagen, wenn die jetzt also doch vielleicht irgendwie zu einer Neuwahl führen sollte, die Streitigkeiten, dann hätten wir ein gigantisches Problem. Folgendermaßen, wenn jetzt nach einem verfassungswidrigen Bundestagswahlrecht gewählt würde, dann würde Karlsruhe laut Professor Papier anschließend jeder Wahlprüfungsbeschwerde sofort stattgeben. Das heißt, die Bundestagswahl würde auf der Stelle annulliert. Der Bundestag wäre nicht mehr befugt, Gesetze zu erlassen, insbesondere kein geändertes Wahlgesetz. Das heißt, wir hätten eine Lage, in der wir überhaupt nicht mehr in der Lage wären, verfassungskonforme Bundestagswahl durchzuführen. Das war genau der Grund, weshalb er von diesem Problem sprach. Und der amtierende Verfassungsgerichtspräsident Professor Voskuhle hat inzwischen noch hinzugefügt, wenn die Bundestagsparteien das nicht zufriedenstellend regeln bis zur Wahl, dann machen wir das für euch selber. Das ist schwarzer Tobak. Eigentlich ist es nicht der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, Gesetzgeber zu spielen. Aber man hat eben vor diesem Hintergrund der Verfassungskrise gesagt, gut, wenn das nicht passiert, müssen wir als Notfallmaßnahme eingreifen. Sie sind wohl juristisch ermächtigt dazu, das kann Dr. Robert wahrscheinlich auch noch besser erklären als ich, ich bin ja nur Physiker und kein Jurist. Dann ist das Verfassungsgericht wohl ermächtigt, in diesem Ausnahmefall ein Gesetz, ein verfassungskonformes Wahlrecht auf Biegen und Brechen herzustellen. Ich weiß nicht, was Sie dann vorhaben in Karlsruhe, das wäre sehr spannend zu sehen, was da rauskommt. Auf jeden Fall ist das ein programmierendes Problem. Und um jetzt auf die Äußerung von Dr. Roth einzugehen, das hätte geringen Kollateralschaden gemacht. Das neue Wahlgesetz, das die schwarz-gelbe Koalition im Alleingang verabschiedet hat, das kann ich also nicht so stehen lassen. Es hat einen gigantischen Kollateralschaden gegeben. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist es nicht gelungen, ein neues Bundestagswahlgesetz als Konsens aller Parteien im Bundestag
aber zu verabschieden. Das heißt, vier Wahlrechtsänderungen in der Geschichte der Bundesrepublik sind mit einfacher Mehrheit der regierenden Mehrheit durchgedrückt worden. Ah ja, gut. Also das war wahrscheinlich nicht so gravierend wie jetzt. Auf jeden Fall ist es so, dass es ein Riesenproblem ist, wenn kein Konsens besteht und bei der nächsten Wahl kommen dann andere Parteien, andere Regierungen, dann werden die das Wahlrecht höchstwahrscheinlich auch wieder ändern, so wie sie es für richtig halten. Das heißt, man hat dann die Situation, dass immer der gerade dran ist, das Wahlrecht so ändert, wie es ihm gerade gefällt, wie er glaubt, dass es für ihn ein Vorteil ist. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass es hier um Macht geht und ganz klar um politische Macht geht. Das heißt, die Parteien sind natürlich durchaus daran interessiert, eben ein Wahlrecht zu machen, da wo sie nicht zu kurz kommen, dabei sage ich mal ganz vorsichtig. Und das spielt natürlich in der Praxis eine große Rolle. Das hat der Herr Bosbach von der CDU auch ganz unverblümt bei der Anhörung der Gutachter dann gleich zum Eingang gesagt, dass es halt auch um Macht geht, um die Anteile im Bundestag, wer die Mehrheit gewinnt, ganz klar. Also insofern ist es einfach wirklich ein Problem hier. Und das hat sich noch verschärft, weil die Oppositionsparteien, zumindest SPD und Grüne, haben schon angekündigt, in Karlsruhe Beschwerde gegen diesen Wahlrechtsvorschlag einzulegen. Also man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Man weiß natürlich auch nicht, ob die Wahl jetzt wirklich erst, wie gesagt, im September 2013 stattfindet. Dann hätten wir noch etwas Zeit, nur etwas. Für die Parteien ist nämlich relevant, ab dem nächsten Sommer kann man Kandidaten für die Bundestagswahlen aufstellen. Die größeren Parteien, gerade Union und SPD, sind betroffen. Aber auch wahrscheinlich auch die Linke in den neuen Ländern, kann man sogar schon ein paar Monate früher Vertreterversammlungen wählen, um Kandidatenlisten aufzustellen. Also wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Man müsste praktisch bis Frühjahr 2013 spätestens alles komplett geregelt haben, damit es nicht zu Eingriffen während der Aufstellungsperiode der Parteien kommt. Also zum Ersten, mich ärgert es auch im neuen Bundestag, mich ärgert es auch sehr, dass diese Frist gerissen worden ist und es ist kein Ruhmesblatt. Es gibt einfach, ich könnte Ihnen jetzt sozusagen da Entschuldigungen für liefern, weil ich auch immer wieder in meiner Fraktionsführung, in der Fraktionsführung der Union, aber auch bei den Grünen und bei der SPD da angelaufen bin gegen und habe gesagt, wir müssen zu Potte kommen. Ich will nur einen Grund nennen, woran das liegt. Es gibt einen Flaschenhals in der Entscheidungsfindung bei der Frage erster parlamentarische Geschäftsführer und bis die sich sozusagen jedes Mal neu in dieses Thema eingearbeitet haben, da sie auch viele andere Probleme zu lösen haben. Das hat mich also auch geärgert. Also da gibt es erstmal keine echte Entschuldigung. Allerdings, einen Punkt möchte ich nennen. Wir haben halt bis zuletzt versucht, die SPD zumindest ins Boot zu nehmen, weil das Grüne-Linke-Modell, das ist aus unserer Sicht nicht kompatibel, weil es von einer anderen Vorstellung ausgeht. Die SPD will aber die Überhangmandate abschaffen und damit aus unserer Sicht etwas anderes tun, als das negative Stimmgewicht beseitigen. Ich bin auch kein Freund der Überhangmandate, und das ist ja auch leicht erklärlich als Vertreter einer kleinen Partei, aber es war aus meiner Sicht nicht die Aufgabe des Urteils vom 3. Juli 2008. Jetzt nochmal einen Punkt ich habe da 3 Jahre auch gearbeitet zu der Frage Staatskrise. Wir haben am letzten Tag der Frist dieses Gesetz eingebracht. In den Auflösungszeiten des Bundestages wäre es jederzeit möglich gewesen, einen aus unserer Sicht gemäß, aber jedenfalls im formellen Verfahren nicht beschlossenes Wahlrecht abzuschließen. Das beschönigt nicht den Umstand, dass es zu spät gekommen ist. Mittlerweile haben wir das getan. Wir haben ein Wahlrecht. Es ist also, ob das verfassungsgemäß oder nicht ist, wird das Bundesverfassungsgericht, hat mein Vorredner gesagt, beurteilen. Aber wir haben sehr wohl ein formell geltendes Bundeswahlgesetz und insofern kann aus meiner Sicht von einer Staatskrise nicht die Rede sein. Die Möglichkeit, die Herr Voskuhle angedeutet hat, hätte mich interessiert, wenn er erst so ein Urteil macht, wo er eigentlich kaum Auswege lässt und dann sagt, er hätte es im Eilverfahren hingebracht. Da muss ich sagen, war meine Neugier doch sehr angestachelt. Leider werde ich es jetzt nie erfahren. Bemerkung, Herr Voskuhle ist im Verfahren Richter geworden. Also er hat das Urteil vorgelesen, aber er hat es nicht beantwortet. Da gibt es Fragen aus dem Publikum. Das ist doch schön. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Anmerkungen gehabt. Dann sollte man vielleicht auch einfach jetzt dem Publikum die Möglichkeit geben. Ich gehe mal hier hinter. Julia, bitte. Ja, hallo. Ich habe eine Frage direkt dazu. Kann es sein, dass der
also der Vorschlag, der jetzt durchgebracht wurde, auch ein Stück weit erst einfach nur dazu dient, dass es jetzt in Schweden wirksames Gesetz gibt und man Zeit hat, während dieser Vorschlag jetzt vor das Bundesverfassungsgericht geht, nochmal einen richtigen Vorschlag auszuarbeiten, weil das Problem des negativen Stimmgewichts ist ja nicht abgeschafft. Und es war ja auch vorher nicht so, dass das häufig passiert oder dass das insofern ein reales Problem ist, dass bei einer normalen Wahl dadurch irgendwie jemand Konkretes, also eine konkrete Person beeinflusst wird. Es war ja eigentlich nur dann ein Problem, wenn irgendwo in einem Wahlkreis eine Wahl nachgeholt werden musste oder so. Und deshalb ist ja ganz klar, dass es bei dem Verfassungsgerichtsurteil um das Prinzip ging. Also dass es einfach negatives Stimmgewicht nicht geben darf, weil es gegen die Verfassungsregeln für ein faires Wahlrecht verstößt. Und dann ist es doch kein Problem eines neuen Vorschlages, dass das negative Stimmgewicht immer noch vorkommen kann. Der einzige Grund für einen neuen Vorschlag ist doch, dass es das negative Stimmgewicht nicht mehr geben darf. Also, es wird Sie nicht wundern, dass ich sage, wir haben ein verfassungsgemäßes, ordentliches, sehr gut durchkonzipiertes Wahlrecht. Die öffentlichen Stellen, die das berechnet haben, haben nach den Annahmen oder den Modellrechnungen, die wir dabei getroffen haben, auch festgestellt, das ist ja auch nachzulesen, dass das negative Stimmgewicht auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,02 bis 0,06 fällt. Es gibt andere Berechnungen, in dem Urteil steht drin, in lediglich sehr unwahrscheinlichen Fällen. Und wenn man sagt, lediglich sehr unwahrscheinliche Fälle sind diese Fälle. Allerdings gibt es einerseits hier auch Raumberechnungen, die von anderen Modellen oder anderen Annahmen ausgehen und sagen, das negative Stimmgewicht würde fortbestehen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, es wurde gesagt, das sind reine Machtfragen. Wenn man das 2009, natürlich sind das Machtfragen, das wäre auch verlogen zu sagen, das ist so nicht so. Wenn man aber das 2009er Modell, insofern finde ich den Vorwurf, der in der Debatte zum Tragen kam, durchrechnet, hätte die Opposition von unserem Wahlrechtsvorschlag stärker profitiert als die Koalition. Also Linke, SPD und Grüne hätten mehr Mandate dazu gewonnen als FDP und CDU. Also von daher ist es zumindest ein Modell, dem man nicht nachsagen kann, vom bestehenden Wahlrecht aus, dass es einseitig die Interessen von den Koalitionspartnern berücksichtigt. Es erhält die Übermandate, aber es führt zu mehr Mandaten auf Seiten der Opposition. Wie gesagt, ein schwebendes, unwirksames oder schwebend wirksames Wahlrecht haben wir nicht, sondern wir haben ein Wahlrecht, das so lange gilt, bis es vom Bundesverfassungsgericht durch Klage einer Partei, einer Fraktion zu Fall gebracht wird. Ich bin sehr optimistisch, dass es nicht dazu kommt. Also es kommt zur Klage, aber nicht zur Verfassungswidrigkeit. Aber jedenfalls haben wir bis dahin ein Wahlrecht und könnten jederzeit danach auch wählen. Herr Fenkrich hatte da, glaube ich, eine Anmerkung. Ja, zu der Berechnung, die Sie da angedeutet hatten vom Innenministerium, da steckt ja eine sehr eingeschränkte Sicht von negativem Stimmgewicht dran, nämlich dass die Leute ihre Stimme ungültig machen, die Zweitstimme ungültig machen, beziehungsweise dass von denen, die ihre Stimme ungültig gemacht haben, dann welche zu den zu richtigen Wählern werden. Das ist ja eine etwas eingeschränkte Sicht. Also man kann auch einfach zu Hause bleiben und nicht wählen. Und wenn man solche Annahmen trifft, dann landet man wieder in der gleichen Größenordnung von der Wahrscheinlichkeit beim negativen Stimmgewicht. Jetzt, also wenigstens sehr weit davon entfernt von irgendwelchen Sonderfällen. Das ist also sehr beschränkte im Blick auf das negative Stimmgewicht. Ja, dazu möchte ich auch noch was sagen. Einmal die Verfassungswidrigkeit, will ich mal kurz ansprechen, die die Oppositionsparteien als möglich erachten, besteht in zwei Punkten. Erstens, dass das absolute negative Stimmgewicht, genau, dann geht es genau darum, was das Gerichtsurteil, dass das nicht vollständig abgeschafft wird, ist der erste Kritikpunkt. Es gibt eine Fluchtklausel in dem Urteil, wenn es in kleinen, wie schon angedeutet, kleinen, seltenen Ausnahmefällen auftritt, dann wäre es gerechtfertigt. Der Streit geht es also darum, was diese Fälle sind. Also das ist dann auch ein bisschen Ermessenssache, wird das Fazit abwägen müssen, einfach an der Stelle. Der andere Punkt ist, es gibt von 1997 ein ganz interessantes Nichturteil zu den Übermandaten. Und zwar ist es so, da wurde schon mal wegen Übermandaten behandelt
Und da haben die Richter sich nicht einigen können. Das heißt, wir haben gemeint, es sei verfassungswidrig, so viel Übermandat. Wir haben gesagt, es sei nicht verfassungswidrig. In so einem Fall geht kein Urteil. Das heißt, das war so klar. Natürlich ein Urteil. Also, Entschuldigung, man braucht, wenn man eine Verfassungsbeschwerde einlegt, eine 5-3 Mehrheit. Ja. Und wenn die Entscheidung 4-4 eingeht, dann ist das ein Urteil, was die Verfassungsbeschwerde ablehnt. Ja. Also rein juristisch hat Dr. Ober natürlich recht, aber das wirft natürlich schon ein sehr fragwürdiges Licht auf die Übermandate. Wenn so ein Entscheid dermaßen knapp ausfällt, muss man sagen, ist natürlich auch die Frage zu stellen, ob wenn heute geklagt würde, ein paar Jahre später, mit nach ein paar Bundestagswahlen später, das ist ja schon ein paar Jahre her, mit jetzt noch mehr Übermandaten, ob die Verfassungsrichter jetzt nicht doch meinen, also das können wir nicht mehr hinnehmen, die Übermandate nehmen jetzt schon das Ausmaß von fast 5 Fraktionsstaaten an mittlerweile im Bundestag, dann müssen wir das da doch mal dann eindämmen oder auch abschaffen an der Stelle. Das ist die zweite Frage, die zu klären ist. Ich denke, ob es so ein Aufsicht in der Richtung auch ein geltender Urteilsspruch, der dann fatal sorgt an der Stelle. Das ist noch der Hintergrund dazu. Dann hat Dr. Hurt angedeutet, dass der Länderproporz gestört würde. Also ich muss sagen, ich habe wenig Mitleid mit einer Partei, die durch massive Proporzverzerrungen, durch Unterschiede in Erst- und Zweitstimmen, dann bei sich Verzerrungen in den Länderlisten zuteilen und Sitze verursacht. Das ist meiner Meinung nach das Problem der Partei selber. Also wenn sie jetzt so schlecht ist, muss ich sagen, Übermandate entstehen absurderweise dadurch, dass eine Partei schlecht ist bei der Wahl. Denn wenn sie 50% der Zweitstimmen erringt, dann kann sie keine Übermandate gewinnen. Dann sind nämlich alle Stimmen, die sie an Zweitstimmen bekommt, auf jeden Fall durch genug, um alle Direktmandate zu sättigen sozusagen. Das Problem tritt dann auf, was wir früher nicht hatten. In den 60er, 70er hatten wir das Problem nicht. Da gab es 3 Parteien, da gab es 2 große, dann gab es die FDP, die hat immer ein paar Stimmen bekommen. Der war für die nicht relevant, die hat eh keine Direktsitze gewonnen. Ich glaube, vielleicht hat es irgendwann mal gemacht, aber schon sehr lange her auf jeden Fall. Genau. Und auf jeden Fall ist es so, das war für die FDP nicht ein interessantes Thema. Das war nur für die SPD und den Lohn interessant, weil die halt in der Lage waren, immer Mandate zu gewinnen. Und es kam manchmal vor, dass da eins auftrat, das hat aber keinen gestört. Das war einmal eins hier, einmal eins da, mal auf jeden eins oder zwei, das hat ganz keinen Menschen gestört. Das Problem kam dann auf, seitdem die Grünen als vierte Partei drinnen saßen, hat sich das Machtgefüge der Parteien verschoben. Also inzwischen haben halt die ehemaligen, sagen wir mal, Volksparteien, SPD und Union, eben weitaus weniger Zweitstimmen als früher. Und jetzt tritt aus dieser Diskrepanz, diese kleine Systemfehler am Bundestagswahlrecht, der früher damals in Tragen kam, durch die Verhältnisse, der tritt jetzt massiv auf. Weil jetzt ist es nämlich so, dass dadurch, dass die so viel weniger Zweitstimmen bekommen, sie aber trotzdem relativ eben in Wahlkreisen nicht immer ihre Kandidaten durchsetzen können, dass eben die großen Parteien diese große Kluft erzeugen und hier in besten Ländern, wo sie die meisten Mandate gewinnen, kann es halt passieren, dass dann eben die Übermandate auftreten. Das ist nicht auf die Union beschränkt. Man muss wissen, dass die SPD bei der vorletzten Bundestagswahl mehr Übermandate gewonnen hatte als die CDU, interessanterweise. Und dass das ein Problem ist. Schröder ist sogar nur Kanzler geblieben wegen diesen Übermandaten bei der Vertrauensabstimmung. Das war auch viel besser. Die Linke kam nicht rein mit der 5%-Klausel einmal. Nur deswegen hat Rot-Grüne Mehrheit. Also da gibt es ganz lustige Effekte. Das ist auch ein anderes Urteil, wo man vielleicht nicht vertiefen. Berliner Zweitstimmen ist das Thema an der Stelle. Das war genau der Fall. Die Linke gewann 2 Direktmandate, verlor einen knapp Wahlkreis knapp gegen Herrn Ströbel in Berlin. Und dadurch hat Rot-Grün überhaupt nur eine Mehrheit. Also es gibt ganz komische Effekte im Bundestagswahlrecht zum Teil, die, also auch mal abgesehen davon, auftreten. Mit Berliner Zweistimmen müssen wir jetzt deswegen nicht vertiefen, weil alle 4 Vorschläge dieses Problem beheben an der Stelle. Deswegen, das war ein Auftrag des Bundesverfassungsgerichts aus einem anderen Urteil, das auch noch zu beseitigen. Das ist also kein Problem, das brauchen wir also jetzt nicht vertiefen an der Stelle. Gut, dann die Reststimmen, wurde schon angedeutet, also das ist ganz komisch. Also Reststimmen werden dann irgendwie gezählt, nur die positiven Reststimmen, die negativen, wo es ja ohne Anrichtung ausgeht, werden nicht gezählt. Das ist also ganz komisch irgendwie in diesem Gesetz. Also ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar mit der Wahlbeteiligung, ist ganz lustig. Denn wie der Professor Mayer von dem Gutachten mal ausgeführt hat, wenn in Berlin zum Beispiel war bei der Bundestagswahl schon recht gut damals, 3,4% haben die Piratenpartei gewählt in Berlin, hätte jetzt den Effekt aktuell, dass in so einem Bundesland, wo dann viele ungültige, also viele nicht zählende Stimmen wegen 5%-Sperrklausel dann nicht zum Tragen kommen, dass dann die Parteien in dem Land mehr Sitze bekommen, die die 5%-Klausel geschafft haben. So ein ziemlich komischer Länderproporzverzerrung, also das ist jetzt nicht so dramatisch.
bei der Länderproporz hat das Verfassungsgericht auch ganz klar gesagt, das ist nachrangig. Wichtig ist, dass negative Stimmgewicht wegkommt, als Länderproporz verteilt. Deswegen haben wir die Mitleid mit den Länderlisten gleichgewicht, intern verrechnet die Übermandate. Das ist nicht so wichtig. Also das ist nur ein zweiter Effekt, sozusagen, zweiter Ordnung des Problems. Deswegen kann man das, glaube ich, kaufen nehmen. Also das ist ja kein Grund für mich, jetzt den grünen Vorschlag abzunehmen, zum Beispiel. Was ein Problem des grünen Vorschlags ist, ist halt die externen Übermandate nicht. Der ursprüngliche Vorschlag, deswegen kam diese Idee mit der Streichung. Jetzt gab es noch die Frage mit dem Grabenwahlkampf, Grabenwahlrecht. Das ist eine Idee, die, glaube ich, eigentlich weder der FDP noch uns gefallen wird, denn das würde dazu führen, dass die Hälfte der Sitze eh nur an die Großen gehen. Also im Prinzip bei der Union, der SPD, gut, die Linke und der Herr Ströbel, die kriegen auch noch ein paar Sitze. Aber das ist halt auch nicht so der Renner, sage ich mal. Weil dann, wenn man die Regeln nicht ändern würde, würden wahrscheinlich Parteien wie FDP oder wieder nicht mal Fraktionsstärke erreichen, wenn sie 5% kommen. Dann müssten wir schon 10% wahrscheinlich erreichen. Man hängt von den Regeln ab, könnte man natürlich auch ändern. Das wirft jeweils einen Haufen Probleme auf und würde den großen Parteien direkt mit dem Gewinn noch mehr Vorteile verschaffen gegenüber den kleineren auf jeden Fall, wie es jetzt ist. Also auch nicht so toll an der Stelle. Dann eine Sache hätte ich noch, ja, das mit den Reststimmen, das kommt mir eine unnötige Kompliziertheit und nicht sachgerechte Lösung vor. Ich habe diese ganzen 8 Gutachten gelesen, muss ich sagen, und es gab nur 3 Gutachten, die ich gut fand, die anderen 5 hätte ich mir sparen können, die Zeit zu lesen, glaube ich. Aber mit 3 Gutachten, also die, ich nenne die mal, das war von vor allem der Demokratie, da komme ich noch gleich drauf zurück. Also viele handwerkliche Fehler. Ja, da ist nur ein Aspekt interessanter dran. Das kann ich bestätigen. Also die richtig guten Gutachten haben Professor Meiner aus Berlin und Professor Pugesheim aus Augsburg, die haben interessante Aspekte, wo Professor Pugesheim habe ich auch bekommen, einen Vorschlag, das ist ähnlich wie der SPD-Vorschlag, halt mathematisch-technisch sauberer gemacht, mit den Ausgleichsmandaten hat er das vorgeschlagen. Und dann war noch eine Anmerkung drin, wir haben sehr schlechte Einteilung in Wahlgebiete eigentlich. Wir haben strikt nach 16 Landeslisten, das getrennt zurzeit, und das ist eine ganz blöde Idee, denn Bremen und das Saarland sind so kleine Bundesländer, die haben eh nur 4 bzw. 8 Sitze Anspruch im Bundestag zurzeit zusammengerechnet, also die Wahlkreise plus Landesliste. Und das ist zu wenig, wenn man das ausrechnet, dann würde da gerade eine Trennung der Wahlgebiete das Hauptproblem auftreten, ist aber generell das Problem, muss man sagen, dass eben das faktische Quorum, das heißt die Prozentzahl, die man braucht, um einen Sitzanspruch zu gewinnen, oberhalb der 5%-Sperre liegt. Das ist eine ganz schlechte Idee. Deswegen ist ja das schön. Das ist genau das, was ich für ziemlich bescheuert halte, was ich für viel besser halten würde, wäre der Vorschlag von Professor Pugesheim, man macht einfach ein Wahlgebiet aus Bremen und Niedersachsen zusammen und Saarland Rheinland-Pfalz zusammen, dann habe ich ein Wahlgebiet in der gemeinsamen Liste, wo das Problem dann nicht auftritt. Das wäre eine bessere Lösung, denn wir werden es nicht schaffen, die Bundesländer zusammenzulegen, also man kann aber zumindest Wahlgebiet zusammenlegen nach dem Motto, dann gleich das Listen aus, wie alle Bundesländer gehen eigentlich, also Hamburg kann man Mecklenburg-Vorpommern gerade und Graben lassen. Da tritt der Effekt nicht direkt auf. Also es ist zwar auch schon sehr grob, weil es halt sehr kleine Wahlgebiete sind, aber da kann man es gerade noch lassen. Aber Bremen und Saarland ist halt grundsätzlich ein Problem, was jetzt mit dem aktuellen Gesetz nichts zu tun hat eigentlich, aber es wäre schön, wenn man das mal ordentlich regeln würde. Das finde ich schon von mir sehr komisch vor, wenn das regelt. Okay, ich hätte eine Frage so grundsätzlicher Natur, weil ich muss gestehen, ich stecke nicht so tief drin in dieser ganzen Thematik und für mich sind viele Vorstellungen, die ich jetzt gehört hatte, auch teilweise wie böhmische Dörfer. Vorhin hatten Sie ja auch gesagt, eigentlich soll das Wahlrecht ja jeder verstehen. Im Moment verstehe ich es nicht. Ja. Und egal wie es jetzt läuft, ich verstehe es immer noch nicht. Das heißt, das ist ein Punkt. Das andere ist, das Wahlrecht soll ja eigentlich nicht Mittel zum Zweck sein, die Parteien im Grunde an der Macht zu halten und sich im Grunde den Ball immer hin und her zu spielen zwischen einer Partei und andere und wer hat mir meinen Platz weggenommen, sondern eigentlich sollen die Parteien im Moment, so verstehe ich es jedenfalls, den Wählerwillen repräsentieren. Das heißt, in erster Linie soll es darum gehen, für mich jedenfalls, als Laie,
ich gebe meine Stimme ab und am Ende, damit ich es verstehe, kommt auch etwas zustande, was, ich sage jetzt mal, von außen betrachtet klar und fair ist. Dann ist es mir egal, wer auf welche Liste, in welchem Land vorne oder hinten runterfällt, sondern es geht darum, da soll möglichst halt ein Verhältnis repräsentiert werden von der Gesamtheit der Gesellschaft. So, und ich habe das so ein bisschen vorhin gehört, vielleicht habe ich da was Falsches gehört, aber dass Sie selber eigentlich auch gar nicht so richtig zufrieden sind mit dem Ergebnis, was da jetzt ist, weil es ja auch durchaus da so den einen oder anderen Kompromiss gab, den hat man jetzt halt gemacht. Ja. Ich bin jemand, der versucht eigentlich jetzt so nach vorne zu gucken und das Beste aus der Situation zu machen, und wenn wir wissen, dass jetzt, was wir haben, suboptimal ist, Sie sind jetzt für mich der Experte, wenn ich Sie jetzt frage, wie müsste denn, wenn Sie, also Sie hätten jetzt die Wahl, was komplett Neues zu gestalten, egal wie es aussieht, und wenn es geht, möglichst auch aus diesem Machtanspruch von Parteien, die sich davon lösen könnten, wie müsste ein Wahlrecht aussehen, der, ich sag mal, idealerweise dem Wähler einfach zu verstehen, also für den Wähler einfach zu verstehen ist und auch gleichzeitig möglichst repräsentativ ist? Also, warum ich diese krummen Dinge mit in Kauf genommen habe, ist eigentlich genau der Umstand, dass ich denke, unser Wahlrecht hat sich in 60 Jahren jetzt bewährt. Es hat politische Extreme nicht aufkommen lassen. Es hat Konsensfindungen favorisiert gegenüber einem Mehrheitswahlrecht, was jetzt theoretisch, sagt uns ja das Bundesverfassungsgericht, ein Mehrheitswahlrecht wäre auch verfassungsgemäß. Also das ist eben denkbar, dass in 7-8-Parteien-System halt 20-30% der Stimmen dann die Mehrheit im Deutschen Bundestag stellen. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass dieses Wahlrecht, das war auch meine Herangehensweise bei dem Gesetzentwurf, sich an sich bewährt hat. Es hat ein personales Element über die Erststimmung. Es hat eine sozusagen 5%-Hürde gegen Zersplitterung der politischen Meinungsbildung. Es favorisiert die Bildung von Koalitionen. Und es stellt aus meiner Sicht, oder bildet aus meiner Sicht, den bestehenden Wählerwillen auch gut ab. Und zwar besser als Grabenwahlrecht oder Mehrheitswahlrecht, besser auch als eine Bundesliste, die würde das Problem ja auch lösen. Ich sage, die ganze Bundespartei stellt eine Liste auf. Da stelle ich halt fest, am Ende kommen dann immer gewisse Landesverbände stärker bei raus als andere, genauso wie bei der Zusammenlegung dieser Wahlgebiete. Insofern bin ich ein großer Anhänger des bestehenden Wahlrechts. Ich gebe zu, dass eine Sache mir Kopfzerbrechen macht, und deswegen hätte ich das auch gerne noch geändert. Vorstellung, die es eben, wie ich gesagt habe, ja bei Schröder Fischer einmal gab, dass eine Minderheit nur aufgrund von Überhangmandaten zur Mehrheit wird, die ist mir sehr unsympathisch. Also man könnte sich ja jetzt vorstellen, die nächste Bundestagswahl geht so aus, dass die CDU sehr viele Überhangmandate gewinnt, aber CDU, also Rot-Grün, eigentlich mehr Stimmen bekommen hat als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien, deswegen ist ja auch deren große Angst, aber sich diese Mehrheit nicht abbildet. Und deswegen hätte ich gerne eine Veränderung, die es aber nicht unkomplizierter, sondern eher noch komplizierter macht, darin aufgenommen, die genau diesen Fall nicht eintreten lässt. Die Frau Leute hier im Raum, die da Vorschläge zugemacht haben. Also, dass nicht eine Minderheit letztlich eine Mehrheit der Mandate erringen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat ja interessanterweise in der 2008er Entscheidung nichts gegen Überhangmandate gesagt. Im Gegenteil, sind unerwähnt geblieben. Es war nur die 97er Entscheidung, die heute schon erwähnt worden ist. Insofern bin ich ein Anhänger, um es zusammenzufassen. Nur dieser eine Punkt, der macht mir Sorgen, dass die Mehrheit sich irgendwann nicht abbildet. Und das hielte ich auch echt für ein Problem, weil dann die Enttäuschung der Wähler in dieses Verfahren so gravierend wäre aus meiner Sicht, dass man sich dagegen vielleicht davon wieder abwenden würde oder mehr Politikverdrossenheit erzeugen würde. Herr Fendrich, Sie sehen so aus, als ob Sie was sagen möchten. Herr Kurbert kommentieren. Ja, ganz kurz zu dem, was
sich da vorstellen, ist natürlich schwierig, mit Mehrheiten abbilden, das irgendwie in Gesetz zu gießen, weil da kann man ja schlecht irgendwie reinschreiben, schwarz-gelb mehr Stimmen hat als rot-grün, aber es gibt die Möglichkeit, das zu formulieren. Wir haben auch, ich habe auch einen Vorschlag gemacht, können den auch gerne. Aber es geht gerne, aber die Schwierigkeit ist ja da, dass es auch sowas gibt, oder man sich vorstellen kann, wie schwarz-grün oder eben alle möglichen anderen Kombinationen. Und dann kann man eigentlich sowas eigentlich gar nicht mehr abbilden. Man kann die Überhangmandate, die sozusagen dann mehrheitsbildend sind, ausgleichen. Nur ein Punkt, der mir wichtig ist, weil wir gar nicht drüber geredet haben, wir müssen noch den subjektiven Wahlrechtsschutz ändern, aber das wollte ich jetzt nochmal, weil es nicht verloren geht. Das wird auch kommen, da sind sich auch die Parteien einiger als jetzt beim Wahlrechtsverfahren an sich. Also die Partei und die Pauli-Partei sind ja nicht anerkannt worden vom Bundeswahlausschuss aus unterschiedlichen Gründen. Ob die Entscheidung richtig oder falsch war, lasse ich jetzt mal offen. Aber der Umstand, dass es dagegen keinen Rechtsschutz gibt, der ist mir zutiefst unsympathisch. Weil dann die bestehenden Parteien den Eindruck erwecken, sie würden sich unliebsame Konkurrenz sozusagen vom Leib halten. Ja, Ihnen ist aber wahrscheinlich auch bewusst, das habe ich jetzt rausgehört, dass wahrscheinlich niemand aus der Luft heraus, wenn wir diese Geschichte des Wahlrechts in Deutschland nicht hätten, hätte sich niemand diesen Vorschlag ausgedacht und das als irgendwie ein neues Wahlrecht präsentiert, weil es einfach viel zu kompliziert ist und viel zu viele Probleme hat. Jetzt frage ich mich, wo ist denn da der Reformwille? Also kann man, es gibt ja wirklich vernünftige Vorschläge, die, glaube ich, nicht zu mehr Politikverdrossenheit führen würden. Also ich denke, es führt erstmal zu weniger Politikverdrossenheit, wenn die Wähler verstehen, was da passiert. Also was spricht zum Beispiel gegen eine reine Verhältniswahl, die Sie jetzt komplett ausgespart haben? Also eine Partei kriegt 40% der Stimmen, die kriegt 40% der Sitze fertig aus. Das Problem mit der Bundesliste, das finde ich eigentlich gar nicht mal so dramatisch, weil alle möglichen Parteien sich selbst irgendwelche Quoten ausdenken, sei es für Frauen oder für bestimmte Berufe oder bestimmte Interessenvereinigungen. Das kann man ja auch für bestimmte Bundesländer machen. Also kann man nicht sagen, die Parteien regeln demokratisch selbst, wie ihre Bundesliste zusammengesetzt ist. Da wird Verhältniswahl gemacht und man hat keine Probleme. Oder meinetwegen lässt man die Wahlkreise auch bestehen, aber halt mit einer Bundesliste, dann sind Überhangmandate so gut wie ausgeschlossen und es kann kein negatives Stimmgewicht geben. Also man muss ja nicht, ich habe den Eindruck mal versucht, irgendwie es zu reformieren, aber so wenig zu ändern wie irgendwie möglich. Und dadurch wird das Ganze so undurchsichtig, dass es keiner mehr verstehen kann. Ja, Sie haben es vorhin in Ihrer vorherigen Wortmeldung ja auch gesagt, mir gut vorstellen können, dass man lediglich das taktische Moment rausnimmt. Also die Nachwahl könnte man ja zum Beispiel untersagen. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht eben weitergehende Vorgaben gemacht. Und ich behaupte jetzt mal etwas ungeschützt, dass das Bundesverfassungsgericht sich über die weitreichenden Konsequenzen, die seine Entscheidung hat für den Erhalt des bestehenden Wahlrechtssystems, nicht ausreichend im Klaren war. Und ich habe ja für zwei der Berichterstatter auch gearbeitet und habe mich mit beiden auch länger darüber unterhalten. Und also mein eigener ehemaliger Chef, Herr Di Fabio, und auch der damalige Berichterstatter, Herr Mellinghoff, haben sicherlich andere Lösungsmöglichkeiten gesehen, als sie jetzt real aus meiner Sicht im engeren Sinne bestehen. Wir halten uns ja in unserer eine Randnummer 142, da kann man das nachlesen, dem Urteil, wir halten uns ja genau an das Kochrezept. Wir sagen, eine Lösung ist die Trennung, allerdings gibt es dann, steht da das Problem der Reststimmen, die verwerten wir jetzt auch noch. Aber das führt dazu, dass eben negatives Stimmgewicht bei gewissen Annahmen weiter bestehen bleibt, wenn auch aus unserer Sicht in deutlich reduziertem Umfang. Aber Sie haben recht, mein Wille ist nicht, das bestehende Wahlrecht komplett zu ändern, sondern ich bin ein Anhänger des bestehenden Wahlrechts um den Preis, dass es in der Tat, wenn man das Gesetz liest mit dem Leistungskurs Politik 12. Klasse, wahrscheinlich schwer wird, das transparent zu machen. Aber die Ergebnisse, also ist schon, wenn man den Paragraph 2a liest, oder den Absatz 2a dann liest, dann muss man schon sehr genau gucken, um es zu verstehen. Das ärgert mich auch. Aber es führt eben dazu, dass der Wählerwille aus meiner Sicht genau richtig abgebildet wird. Ich habe eine Frage.
Können Sie mir bzw. dem Monitorium erklären, auf welchen Grundlagen dieser Bundesproporz der einzelnen Bundesländer aufgebaut ist? Also es gäbe zwei Möglichkeiten beim Trennungsmodell. Sie könnten sagen, Sie verteilen die Mandate nach Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes. Sie sagen also, ich mache es mal einfach, es gibt 100 Mandate zu verteilen, der Bundestag ist 100 groß, Bayern hat 20% der Einwohner, also kriegt Bayern 20% der Mandate. So haben wir es nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, es kommt darauf an, was übrigens das Problem auch wieder mit dem negativen Stimmgewicht tendenziell verschärft. Wir haben gesagt, es kommt darauf an, wie viel Bayern wählen waren für die Verteilung der Mandate, also wie die Wahlbeteiligung in Bayern war. Weil wenn Sie die Wahlbeteiligung anfangen, nicht einzupreisen, würden Sie zu dem Effekt kommen, ich mache es mal abstrakt, dass im Bundesland A 5% der Menschen noch zur Wahl gehen und im Bundesland B im Moment 80%, im Moment ist das natürlich nicht so groß, aber es liegt schon bei 17% meiner Meinung nach zwischen dem besten Bundesland und dem schlechtesten, was die Wahlbeteiligung angeht. Und dann würden Sie eigentlich die Bundesländer belohnen, in denen die Wahlbeteiligung niedrig ist. Und das halte ich eigentlich für einen Fehlanreiz, weil ein guter Wahlkampf, der nah bei den Menschen ist, man hat es jetzt in Berlin gesehen, zu steigender Wahlbeteiligung eher führt und das würde sich dann nicht abbilden. Deswegen ist mein favorisiertes Modell oder auch das, was wir jetzt vorgeschlagen haben, eines, das die Wahlbeteiligung in dem Trennungsmodell nach abgegebenen Stimmen abbildet. Macht es aber auch wieder etwas komplizierter. Also ich möchte dazu auch noch kurz was sagen. Darf ich? Okay, dann geht es davor. Ja, das eine war, was Sie gesagt haben zu diesem Absatz 142. Ich sehe das eigentlich weniger als Kochrezept, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sondern es hat eigentlich gesagt, könnt ja irgendwie das und das und das machen, aber das sind jetzt alles Sachen, die irgendwie mit Nachteilen verbunden sind und deswegen ist das eigentlich ein Grund, warum wir als Verfassungsgericht jetzt nicht sagen, in die Richtung muss es gehen, weil das macht das Verfassungsgericht nicht, sondern das ist einfach nur, okay, da sind jetzt Probleme und deswegen entscheiden wir nicht. Also ich sehe da eigentlich an keiner Stelle, dass das sagt, also so kann man es machen und wenn man es so macht, wäre es auch in Ordnung. Und das andere, was Sie gesagt haben zu dem Trennungsmodell, eigentlich trennen Sie ja gar nicht. Wenn Sie nach Wahlbeteiligung verteilen, das ist ja jetzt bisher eigentlich auch nicht groß anders, bleibt so, was Sie geändert haben, Sie runden nur in einer Reihenfolge. Also Sie sagen, okay, wir runden zuerst auf dem Land, auf Landesebene, handeln sich damit eben diese Nachteile ein, die dann zu dem Absatz 2a führen, beseitigen aber auch nicht das negative Stimmgewicht. Das würden Sie mit so einem Ansatz erreichen, wenn Sie wirklich die Länder abgeschlossene Wahlgebiete ohne Wahlbeteiligung machen würden. So, dann hätten Sie das negative Stimmgewicht weg. Dann müssen Sie wahrscheinlich wieder so einen ähnlichen Paragraphen 2a da einführen, der also nicht unbedingt zu mehr Proporz führt, sondern der führt eigentlich eher dazu, dass jetzt die Wähler von. Sind wir völlig einer Meinung. Ja, aber der führt, also der 2a meint ich jetzt, der zu weniger Proporz führt, das beim anderen ist klar. Also dazu wollte ich noch ein paar Anmerkungen machen. Was Julia gesagt hat, stimmt vollkommen. Wir haben bei der Europawahl den interessanten Effekt, dass alle Parteien, bis auf die CSU in Bayern, bei der letzten Europawahl Bundeslisten aufgestellt haben. Und zwar, wie sie es gemacht haben, kann ich auch sagen, die haben geguckt, welches Bundesland hat mich für Anspruch, haben intern dann gesagt, es setzt man so und so viele aus den Bundesländern auf die Listenplätze. Das heißt, die haben genau das gemacht, was Julia gesagt hat, das könnte man bundesweit auch machen. Grundsätzlich, das ist keine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich bei der CDU dann 300 Mandate vergebe, stellen sich dann 300 Menschen vor und sagen, ich will auf Platz 197 kandidieren und auf. Ja, auch so. Ja? Das ist wahnsinnig. Okay. Das kann ich mir irgendwie demokratisch schwer vorstellen. Also es ist völlig. Also nach meiner Meinung gibt es in der Union SPD eigentlich nicht mehr sowas wie innerparteiliche Demokratie. Man muss ganz klar und deutlich sagen, das ist noch auf jeden Fall. Das muss ich echt loben. Also das kann man der Stelle nicht vorwerfen, dass das nicht gäbe.
Da ist es einfach das Problem, dass halt die Vorstände auf verschiedenen Ebenen, die sagen dann, so und so ist es, und das so und so wird es gemacht, die werden so und so vorgeschlagen. Da läuft also sehr wenig von unten, das ist für die Union, glaube ich, ein ganz kleines Problem, das so zu regeln, wie ich angedeutet habe, in der Praxis. Das wird nie hinkriegen, das habe ich keine Zweifel dran. Also das wäre schon möglich. Also ob das wünschenswert ist, das steht auf einer anderen Wand, das ist klar. Die andere Sache ist, das Verfassungsgericht hat was Schönes ins Urteil geschrieben, man sollte doch das Bundestagswahlrecht bei der Gelegenheit verständlicher machen. Das ist eine gute Idee. Es ist tatsächlich so, wie hier schon aus dem Auditorium kam, das versteht kein Mensch mehr im Detail, man kann es verstehen, wenn man sich damit beschäftigt. Na, das geht schon grundsätzlich, aber es ist wirklich furchtbar, muss man sagen. Und es gibt einen ganz lustigen Vorschlag von Dr. Fendrich hier. Man könnte die Mandate ein bisschen wegrechnen, durch so, indem man so eine negative Steigung von der Kurve dann wegschaltet. Das ist eine gute Idee, ich bin auch Physiker wie er, ich verstehe schon, was er meint. Aber versteht das jemand im Auditorium, wie man so Mandate in die ganze Stimmung beseitigt? Ganz sicher nicht. Also das verstehen vielleicht ein paar Leute mit mathematischem Hintergrund, so aufgrund dieser Aussage, aber das ist völlig unverständlich, sowas. Während dem theoretischen Lösen kann man aber keinen normalen Wähler verkaufen, weil der versteht überhaupt nicht mehr, was eigentlich los ist an der Stelle. Das ist einfach echt ein Problem. Gut, dann sage ich dazu noch was. Zu dem Punkt, also das ist jetzt kein Vorschlag, sondern das ist mehr halt ein Modell, dass man eben das negative Stimmen wirklich beseitigen kann, ohne dass man diesen Unsinn, sage ich mal, mit Ländertreffen mit 2a macht, dass man das einfach herausrechnet, dass es nicht einfacher wird, stimmt. Das ist noch das ähnliche Übergangsmandat, das sind also zwei Gründe, warum das jetzt nicht ein Vorschlag ist. Wenn man das jetzt mit dem jetzigen Gesetzentwurf oder mit dem, was jetzt gesetzt wird, vergleicht, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich komplizierter ist. Also ich glaube, mit dem, was wir jetzt haben an Gesetz, haben wir das kompliziert. Das ist auf jeden Fall ist komplizierter geworden und wir sind dann doch in die andere Richtung gegangen, von dem das Verfassungsgericht haben wollte. Dann hätte ich noch eine Annahme. Hier setzt sich die Union wieder eines hässlich Verdachtes aus, wegen der Abhängigkeit und der Wahlbeteiligung. Es ist halt ganz einfach so, muss man ganz klar und deutlich sagen, dass in den Unionshochdruckenländern die Wahlbeteiligung rein zufällig typischerweise höher ist, als in den Ländern, wo sie nicht so gut ist. Und da muss man natürlich sagen, kann man den hässlichen Verdacht wieder irgendwie kriegen, dass die Union vielleicht nicht ganz zufällig die Wahlbeteiligung als Faktor einkalkulieren wollte an der Stelle. Das ist kein Geruch und hier, Dr. Robert, das war sicher nicht. Das ist schön gesagt. Es muss doch unser aller Interesse als Demokraten sein, dass viele Leute hingehen. Also das finde ich nicht bestimmt. Sie haben auch wahrscheinlich so gedacht, weiß ich, kann sein. Ja. Aber trotzdem, das finde ich irgendwie, das uns schadet im Zweifel nicht, ist neutral. Aber dass man den Anreiz setzt, dass Wählen und Hingehen sich für Mandate lohnt, finde ich schon richtig. Das mit der Wahlbeteiligung ist eigentlich ist das ja auch in Ordnung. Das, was Sie hier nur gemacht haben, ist neben der Rundung, dass Sie sozusagen die Stimmen ein bisschen anders gewichten, dass Sie sagen, okay, die Stimmen, die jetzt im Bundesland abgegeben werden, wo dann aber eine von ungültig ist oder beide, beziehungsweise die dann halt die Rat gewählt haben, also beim letzten Mal, oder gegen eine kleine Partei, die nicht reinkommt, dass das dann an die Großen verteilt wird. Das ist ja noch ein Zusatzpunkt, den Sie da reingebracht haben, damit wenigstens die eine Richtung vom Innenministerium da auf kleine Zahlen kommt. Kann ich eine Frage stellen? Also zum einen wurde ja die Sorge angesprochen, dass die Niederlegislaturperiode das Wahlrecht geändert wird, ja, dass sozusagen sich immer die Leute im Wahlrecht so machen, wie sie es gerade brauchen. Das würde mich von Ihnen jetzt interessieren. Also sehen Sie das auch, diese Möglichkeit, dass das einreißen könnte? Und wenn ja, oder was planen Sie? Planen Sie vielleicht noch eine Novelle, wo Sie sagen, jetzt haben wir erstmal ein gültiges Wahlrecht, also wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber um diesen Konsensfaktor noch stärker vielleicht so reinzubringen, werden wir das also nochmal ändern oder nochmal in irgendeiner Weise das nächste schon ausarbeiten? Das wäre die eine Frage. Und die andere ist, oder vielleicht kam es schon, ich blicke es auch nicht völlig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Laie auf diesem Thema. Ja. Also mit diesen Landeslisten, oder vielleicht ist es auch schon irgendwo mal mit drin beantwortet worden, kann es nicht sein, dass in diesem
Wahlrecht, wie wir es jetzt dann haben, oder schon die ganze Zeit auch haben, dass eine Stimme in einem bestimmten Bundesland mehr zählt, ja, als in einem anderen Bundesland. Ich meine, wir haben es ja auch auf, das ist ja auch keine wünschenswerte Sache eigentlich, ja. Wir haben es ja auch auf mit den Wahlkreisen auch, die sind unterschiedlich groß. Und wenn also diese Effekte sich, sagen wir mal, auch zusammen überlagern auch noch, könnte ich mir vorstellen, dass es also sein kann, dass aus einem Wahl, also dass da wirklich also große Unterschiede entstehen, ja, und also in irgendeinem Gebiet, da haben die tragen die Leute also gar nichts dabei zur Zusammensetzung des Bundestages und in einem anderen Gebiet bestimmen die Leute also überproportional stark die Zusammensetzung des Bundestages. Ja, das verschärft sich sogar noch, also Sie haben natürlich recht, es gibt da Ungleichheiten, auch zwischen den einzelnen Mandaten, wenn Sie in einem Wahlkreis, ich glaube, die Kollegin, die wenigsten Stimmen hinter sich hat, sozusagen, ist die Frau Dr. Högel aus Berlin, von der SPD, die hat dann den Wahlkreis ganz knapp gewonnen. Und da sind relativ wenig, bei einer niedrigen Wahlbeteiligung, also hat sie relativ wenige Stimmen hinter sich, sozusagen. Aber es ist auch so, dass bei den unterschiedlichen Parteien das Stimmgewicht, sie brauchen unterschiedlich viel Stimmen, um ein Mandat zu erringen, je nachdem, welche, ob sie einer großen oder einer kleinen Partei angehören. Es gibt fast unendlich viele weitere solche Anomalien, wo also sozusagen One Man, One Vote und dann auch das gleiche Resultat ist in vielen Bereichen unseres Wahlrechts letztlich nur eine Fiktion. Das war die eine Sache. Die zweite Sache, die Sie gefragt haben, ich sehe die Gefahr auch, dass sich eine neue Mehrheit, meine Parteiführung sagt mir, ich muss jetzt an der Stelle immer sagen, das ist ja die alte Mehrheit, aber dass eine neue Mehrheit sich ein anderes Wahlrecht macht, und ich hätte nach wie vor ein großes Interesse daran, dass die Basis hier breiter wird. Und da gibt es auch Kollegen von mir, die das auch wollen, und ich wäre auch bereit, in dem bestehenden Entwurf nochmal was zu machen. Wenn ich dabei sehen würde, dann würde ich da die Grünen oder die SPD noch dahinter bekommen. Und letztes, beim subjektiven Wahlrechtsschutz ist es mir ein großes Anliegen, da renne ich mal zwischen links und schwarz hin und her, weil aus Prinzip die CDU keine gemeinsamen Anträge stellt mit der Linkspartei. Und da bin ich jetzt sozusagen der Makler oder auch immer der Bote zwischen denen und treffe mich jetzt mit der Frau Wawrzyniak von den Linken und überlege, wie wir das mit dem subjektiven Wahlrechtsschutz machen. Und danach treffen wir uns mit SPD, Grünen, CDU, CSU und FDP und überlegen auch, wie wir das mit dem Wahlrechtsschutz machen, um da also ein konsensualeres Modell hinzubekommen. Ja, dazu möchte ich auch noch was sagen. Einmal, die Legitimation von Direktkandidaten, die steht meiner Meinung nach heute zum Teil auf tönernen Füßen. Also ich habe ja in Stuttgart selbst kandidiert zur Bundestagswahl und habe live unterlegt, wie dann zwei CDU-Kandidaten im Wahlkreis gewonnen haben, die nach meiner festen Überzeugung bei einem geringfügig anderen Bundestagswahlrecht diese Mandate niemals gewonnen hätten. Es ist nämlich so, dass die beiden etwa ein Drittel der Wählerstimmen hatten und die anderen verteilten sich halt auf die anderen Kandidaten. Es sah aber so aus, dass die zweite jeweils dann nicht sehr weit hinter war, und wenn die Wähler eine von zwei Möglichkeiten hätten, eine Stichwahl über Bürgermeisterwahlen herbeizuführen, also zwischen den beiden Besten des ersten Wahlgangs, und eine Präferenzwahl durchzuführen. Das heißt, sie können mehrere Kandidaten ankreuzen und sagen, ich hätte jetzt gerade am liebsten den, aber wenn der nicht genug Stimmen hat, dann gebe ich dem anderen eine Stimme, Ersatzstimme sozusagen. Dann hätten die beiden sich nur nach meiner festen Überzeugung den Wahlkreis eben nicht gewonnen. Und das ist der Hintergrund, warum man durchaus vertreten kann, was die Grünen sagen, dass man im Extremfall auch direkt Mandate streichen kann, weil eben ein so geringer Stimmenanteil eben nicht wirklich legitimiert. Wenn ein Direktkandidat 50% der Stimmen gewinnt, brauchen wir nicht darüber diskutieren, es ist völlig klar, dass der legitim gewählt ist. Wenn er aber nach dem jetzigen Modell bei den heutigen Verhältnissen eben so wenig aus Stimmen bekommt, dass man echt nicht im Klaren ist, ob unter diesen genannten Umständen nicht ein ganz anderes Ergebnis rauskäme, dann muss man sich halt schon die Frage stellen, ist das wirklich so zu schützen? Natürlich gibt es das Problem, der Wahlkreisvertretung kann halt passieren, wenn man jetzt einen Wahlkreiskandidaten streift und es gibt keinen Landeslistenbewerber, der auch für den Wahlkreis von einer Partei kandidiert hat, kann es natürlich theoretisch sein, dass niemand für den Wahlkreis zuständig ist. Das kann passieren in dem Fall, das ist richtig. Die Frage ist, ob das nicht eventuell der kleinere Schaden wäre, speziell wenn man das nur bei den drei CSU-externen Übermandaten macht, ist der Schaden vielleicht nicht ganz so groß.
Ich habe das Problem ein Stück weit auch schon live erlebt, da ist einfach unverschämterweise der eine Wahlkreiskandidat gestorben während der Legislaturperiode. Dann gab es halt auch keinen Wahlkreiskandidat mehr. Im Wahlkreis kann halt auch passieren. Also ob man das so absolutieren muss, weiß ich nicht. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass man es auch anders sehen kann an der Stelle. Und dann die Gleichheit der Wahl, ja, das ist ein Dauerthema. Das ist nie perfekt, würde ich mal sagen. Es gibt gewisse Probleme damit immer. Also ich kann einen Wahlkreis nicht auf einen Straßenzug zuschneiden zum Beispiel. Das heißt, ich habe immer das Problem, dass die Wahlkreise nie ganz genau gleich groß sein werden. Ich habe also immer das Problem, dass die Stimmen der Wähler in verschiedenen Wahlkreisen ein leichtes Ungleichgewicht haben werden, weil die Zahl der Wahlberechtigten in den Wahlkreisen nicht völlig identisch ist. Das ist ganz automatisch so. Es gibt interessante Urteile von Verfassungsgerichten, nicht nur auf Bundesebene, auch auf Länderebene. Doch bitte die Wahlkreisgrößen im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte immer mehr anzugleichen. Das heißt, es gab Auflagen jetzt hier und da, jetzt aber nicht mehr als 10% Abweichung des Gesamtwahlgebiets oder nicht mehr als 5% oder so relative Abweichungen in Teilen des Wahlgebiets zur Späße. Es gab so Absenkungen, um eben diesen Effekt zu verhindern. Einen Zweck kriegt man ihn nicht. Er hat immer Effekte natürlich auch auf Listenebene, egal ob man jetzt Übermandat hat, dann Übermandat bedeutet, dass die Bundesländer, die überhängen, jetzt Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern, mehr Abgeordnete im Bundestag entsenden, als eigentlich vorgesehen ist, noch laut des Standard-Reportes. Das ist ganz klar, wenn wir Ausgleichsmandate machen, Listen verrechnen. Ich habe immer irgendwo mehr Verzerrungen nach. Das kann ich gar nicht ganz vermeiden, das ist ganz klar. Das Ziel sollte allerdings sein, solche Verzerrungen möglichst klein zu halten. Das ist auch klar. Ich wollte an den letzten Punkt jetzt auch gerade anknüpfen. Ich habe selber an der Universität von Bayreuth studiert, wo auch jetzt ein Ex-Kommilitone, der sich zumindest in die Messe gesetzt hat dieses Jahr, auch noch seinen Wahlkreis verlassen hat. Das heißt, der Wahlkreis ist jetzt vakant geworden. Andererseits sehe ich hier in Frankfurt am Norden, wo ich rede, die Auswahl zwischen Pest und Cholera, Frau Steinbach oder die andere Kandidatin, die irgendwie in ihren Parteifreunden in der Weinwünsch. Es war alles nicht so richtig attraktiv, bei der Erstschwinge zu gehen. Und es ist nämlich eigentlich die Erstschwinge das Problem, was es zu lösen gibt. Denn die Erstschwinge führt dazu, dass überhaupt Übermandate entstehen können, die mit der Zweistimme verrechnet werden müssen. Wäre nämlich ein Einstimmenwahlrecht einfach zu erklären und würde auch mehrere Probleme auf einen Schlag lösen. Ja, würde es. Es war aber politisch nicht durchsetzbar. Gegen wen? Gegen die Union. Weil die Union ein Interesse daran hat, dass das bestehende Wahlrecht inklusive seiner Übermandate tendenziell erhalten bleibt und weil man sich immer vorstellen muss, die einzelnen Kollegen der Union unterwürden sich ja einer völlig anderen Ratio von Parteimitgliedschaft unterwerfen. Die haben im Moment den Gedanken, ich sitze in einem sicheren Wahlkreis, also mein Wahlkreis im Taunus, das ist halt Menschen, die denken, ein CDU-Wahlkreis. Ich weiß nicht, ob der vielleicht vor Urzeiten auch mal anders, aber in den letzten Jahren. Und die haben den Anspruch, die wollen diesen Wahlkreis wieder gewinnen. Und das ist deren Anreizsystem. Und deswegen ist auch diese Neueinteilung von Wahlkreisen so unglaublich schwierig. Ich bin da auch für zuständig und dann höre ich immer, jetzt aber historisch gewachsen und was weiß ich was. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, in dem Ortsverband sind einfach ein paar mehr Mitglieder oder ein paar weniger Mitglieder relevant. Und wenn die jetzt in einem Verhältniswahlrecht sich der Landespartei, dem Landesparteientscheidungsprozess unterwerfen müssen, wäre praktisch ihr Konkurrenzgebiet, sage ich jetzt mal, ein anderes, will das gar nicht werden. Die konzentrieren sich als Abgeordnete im Moment stärker auf den Wahlkreis, als ich es zum Beispiel, als ich es zum Beispiel kann. Ja, also von daher haben die eine andere, sie haben auch nicht den Wunsch, das wäre auch noch eine Überlegung, dass einer nachrückt. Also ein Ersatzkandidat benannt wird in dem Wahlkreis, haben sie auch die Angst davor, dass der ihnen permanent im Nacken sitzt und sozusagen schon, während der Kollege in Berlin ist, dann schon fleißig gesägt wird. Das muss man in einem politischen Prozess, ich bin ja auch ein relativer Seiteneinsteiger, einfach zur Kenntnis nehmen, dass man manchmal gute Argumente für was hat, aber keine mehr hat. Und das ist einfach so. Also ich finde das jetzt erstaunlich, dass Sie sozusagen das Einstimmenwahlrecht eher befürworten als die Union. Das hätte ich jetzt eher andersrum erwartet, weil es ja sozusagen auch die strategische Möglichkeit gibt, dann die Stimmen zu splitten, was ja für eine kleinere Partei einen Vorteil bedeuten kann.
Also wir haben darüber abgestimmt in der Fraktion, ob das für uns tendenziell eine Möglichkeit wäre. Nur so eine Testabstimmung, das war, ist unter den möglich gebliebenen. Wir sagen immer, unsere Wähler wählen mit der Erststimme den CDU-Mann. Die CDU sagt immer, ihre Wähler wählen mit der Zweitstimme die FDP, so als Leihstimme. Was stimmt, würde man nur im Ernstfall genau erfahren. Was man aber sagen muss, dass ein CDU-Wähler, der uns mit der Zweitstimme wählt, uns ja viel mehr nutzt, als er seine eigene Partei nutzt, weil die Erststimme ja tendenziell, wenn es keine Überhanggebiete sind, weniger Relevanz hat. Ja, also genau das. Und im Prinzip stimme ich dem natürlich zu. Also dann Ihrer Meinung, dass das also ein Stimmwahlrecht irgendwo fairer und klarer ist, weil man dann also nicht sowas machen kann, dass man eben CDU-Kandidaten wählt, aber dann halt nicht die Partei wählt und dadurch sozusagen, ohne dass man die Partei wirklich unterstützt, die Liste beeinflussen kann. Interessant ist ja, dass SPD, Grüne und Linke das auch nicht wollten. Also wir hatten immer gehofft, dass es vielleicht aus dem Kreis der Opposition zu einem Vorschlag für ein Einstimmenwahlrecht kommt, weil es unsere Verhandlungsposition natürlich gestärkt hätte. Aber interessant ist, dass auch deren Gesetzesvorschläge ja das bestehende Zweistimmenwahlrecht erhalten wollen. Also da hätte ich auch noch ein paar Anmerkungen zu machen. Einmal wegen dem Grundsatz kam jetzt im Auto. Mich interessieren brennen die Fälle, die Sie genannt haben, wo das Wahlrecht mit einer einfachen Mehrheit geändert wurde, nicht mit der Bundestagsmehrheit. Wenn Sie mir das vielleicht mal zukommen lassen können, können Sie auch Kreisverbände schicken oder so. Würde mich sehr interessieren, mal einfach, Sie kennen es ja aus der Wahlgeschichte, auch hier gesehen, dass Sie auch Geschichte studiert haben. Das wird von der Presse auch mal falsch dargestellt. Ich dachte nämlich, dass das nicht so ist, aber da hat die Presse es offensichtlich falsch dargestellt. Also ich habe das immer geglaubt, dass drin stand. Das stimmt offensichtlich einfach nicht. Die Änderungen sind natürlich, ich habe da keinen, habe ja auch mal gesagt, ich wäre bereit für eine breitere Konsensbildung, das nochmal zu ändern, weil mir natürlich das auch nicht gefällt, dass eine knappe Mehrheit einer Minderheit ein Wahlrecht überstülpt. Die Änderungen, die auch einstimmig oder mit kleinen Mehrheiten sind natürlich nicht solche, die jetzt irgendwie das gesamte Wahlrechtssystem massiv beeinflussen. Auf der anderen Seite sage ich, unser Wahlrecht erhält ja auch weitestgehend die bisherigen politischen Machtverhältnisse. Im Gegenteil, es nutzt der Opposition etwas mehr im Vergleich zum alten Wahlrecht als der Regierung. Deswegen ist es mir nicht recht und es gefällt mir nicht, aber ich rede es mir so ein bisschen schön. Das finde ich auch sehr interessant, dass er sagt, dass ein Stimmenwahlrecht nicht durchgesetzt werden kann. Also ich komme aus Baden-Württemberg, da haben wir bei Landtagswahlen ein Einstimmenwahlrecht. Das heißt, ich wähle als Wähler immer sowohl den Wahlkreiskandidaten als auch die Partei für den Antritt, wenn es kein Einzelkandidat, ein Einzelbewerber ist. Und das hat nicht den Effekt, dass die kleinen Parteien benachteiligt werden. Es ist ganz klar, dass die Wähler die Interesse am Ausgang des Wahlkreises haben. Nur die großen Parteien wählen werden, die einen Wahlkreis gewinnen können. Die werden keine kleine Partei wählen. Das ist ganz automatisch so. Das spürt man auch. Im Stammland der FDP, brauche ich nicht zu sagen, hat die FDP immer, sagen wir, moderate Ergebnisse eingefahren. Und das liegt daran, dass sie zwar sehr stark ist in Baden-Württemberg, aber das Wahlrecht sich benachteiligt hat, muss man ganz klar sagen. Bei Bundestagswahlen ist die FDP besser in Baden-Württemberg, weil da eine Landesliste mit zwei Stimmenwahlrecht gewählt wird. Das macht also durchaus was aus. Das baden-württembergische Modell ist ja aber ein unechtes Verhältnis. Also es beinhaltet ja Personal- und parteipolitische Elemente nur halt in einer Stimme. Deswegen fände ich das in der Tat keine gute Lösung. Also das fände ich in der Tat keine gute Lösung. Über das reine Einstimmenwahlrecht, dann allerdings ohne Wahlkreis Direktkandidaten, so hatte ich das verstanden, ein reines Verhältniswahlrecht, wer wählt FDP, wer wählt Linke, wer wählt Grüne, finde ich, kann man sehr wohl eher reden, will aber, außer mir, irgendwie von den 500, 600 so Kollegen, wollen das relativ wenige. Ja, wahrscheinlich verstehen auch von den 600 Bundestagsabgeordneten viele nicht allzu genau, wie das Wahlrecht funktioniert, das könnte ich mir vorstellen. Ja, der Verdacht liegt schon nah an der Stelle. Sie sind ja, Sie haben sich viel beschäftigt, Sie können sogar besser urteilen als ich, aber das ist leider ziemlich kompliziertes Zeugs inzwischen. Das ist auch normal, weil das ist eine total. Also ich habe am Anfang den Fehler gemacht als Abgeordneter, mich sozusagen von Afghanistan bis Zahnersatz um alle Themen gleichmäßig kümmern zu wollen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil man einfach, natürlich muss man sich in ganz wesentlichen Fragen wie Afghanistan eine Meinung bilden, aber
die Zahl der Bälle, die man gleichzeitig in der Luft halten kann und einigermaßen auf der Höhe der Diskussion sein gleichzeitig, die ist sehr begrenzt. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht 4 solche Bälle neben dem Wahlrecht, noch 3 Reise und mehr schafft man nicht seriös. Wo Sie bei dem Wahlrecht ja so sagen, dass Sie eigentlich auch weder mit dem Gesetz der Entstehung als auch mit dem Ergebnis so voll zufrieden sind, hat dann Ihr Koalitionspartner eigentlich das dominiert? Also es hört sich jetzt mehr oder weniger so an, dass die CDU hat das Gesetz gemacht und Sie haben dann die Korrekturen dran gemacht, dass es irgendwo noch vertretbar ist. Nee. Ich habe mit meiner, dann ist der Eindruck, den ich erweckt habe, falsch. Ich bin mit dem Wahlrecht zufrieden. Es ist aber kein perfektes oder auch nur nahe an der Perfektion, sondern es hat seinerseits auch gravierende Nachteile. Und wenn man den Gesetzentwurf oder das Gesetz liest und die Begründung, haben wir ja bewusst es so gemacht, dass wir die anderen Optionen dargestellt haben und gegeneinander abgewogen haben, um zu zeigen, dass wir diese anderen Optionen erwogen haben, aber in einem Fall deutlich schlechter oder im anderen Fall als den noch größeren Nachteil erfunden haben. Also insofern würde ich schon sagen, an diesem Wahlrecht ist es ein Kompromiss, wie es halt immer ist in der Politik. Man hat nicht eins zu eins das durchsetzen können, für das man angetreten ist, aber ich bin mit dem Kompromiss im Ergebnis nicht unzufrieden. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Und zwar habe ich gelernt, dass mit der Zweitstimme das Verhältnis der Stimmen festgelegt wird. Die erste Stimme kann ich als Wähler dafür verwenden, um jetzt einen bestimmten Kandidaten so besser? Also die erste Stimme, da kann ich jetzt einen bestimmten Kandidaten mitwählen. Aber die Zweitstimme ist eigentlich in Deutschland die entscheidende Stimme. Also wenn über die Zweitstimme für eine Partei X ein Wert von 40% festgelegt wird, warum ist es dann korrekt oder warum sollte es korrekt sein, mittels Überhangmandaten von diesen 40% abzuweichen? Ich meine, wenn Leute mit der Erststimme zu 50%, 60%, 70% gewählt werden, ist ja gut. Aber für mich ist doch wenn ich das richtig verstanden habe, für mich ist doch die Zweitstimme in Deutschland die entscheidende Stimme. Die Erststimme ist quasi nur, also in Anführungsstrichen nur die Stimme, mit der ich sage, ich finde diesen Kandidaten gut. Genau, völlig richtig. Deswegen sind die Überhangmandate auch ein Problem, vor allem wenn sie zu weit vom eigentlichen Ergebnis abweichen. Das Bundesverfassungsgericht hat mal 5% genannt in der 97er 4:4 Entscheidung. Und ich bin auch Ihrer Meinung, an sich sollte die Zweitstimme weitestgehend den Wählerwillen widerspiegeln. Wir haben aber kein reines Verhältniswahlrecht, sondern ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und das führt eben in der bestehenden Form dazu, dass es geringfügige Abweichungen gibt. Steht ja auch, wie Sie es richtig sagen, auf dem Stimmzettel drauf. Also es wird dem Wähler auch nochmal im Wahlakt vorgeführt. Die Zweitstimme ist an sich die bedeutsamere Stimme. Ich würde jetzt sagen, deswegen machen wir eben auch beispielsweise eine Reststimmenverwertung, um nicht Hunderttausende von Zweitstimmen in der Proportion zueinander schlicht unter den Tisch fallen zu lassen. Denn wenn wir 16 Mal die Stimmen, das betrifft auch nicht nur kleine Parteien, sondern auch große Parteien, 16 Mal die Reststimmen, die nicht zum Zug kommen für ein Mandat, Beispiel Hamburg, CDU, 25% ist ein Mandat, genauso sind es 39%. Wenn ich diese 14% unter den Tisch fallen lasse, verfälsche ich den Erfolgswert der Zweitstimme. Jetzt gibt es ein gutes Gegenargument dagegen, dann hätte man es eben saldieren müssen, also nicht nur die Reststimmen, die überzählig da waren, sondern auch die Stimmen, die in einem Bundesland sozusagen an einem Mandat eigentlich gefehlt haben, wo es aber gerade noch so gereicht hat. Da war unsere Überlegung, man will eigentlich nur die Stimmen verwerten, die wirklich sonst gar nicht gezählt hätten, aber das hätte man auch anders entscheiden können. Jetzt noch ein Punkt, auch dieses Modell begrenzt nicht in der Zahl die Überhangmandate, unser Koalitionsmodell, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie anfallen, wird reduziert. Warum? Weil man die Reststimmenmandate bei Parteien, die ein Überhangmandat haben, die also bereits Überhangmandate erzielt haben, nicht anfallen lässt. Das heißt, wenn die CDU aus dem Sparschwein hier Reststimmenmandate bekäme,
aber bundesweit 24 Überhangmandate hat, dann fallen diese vier Reststimmenmandate nach unserem Vorschlag nicht an, sondern werden sozusagen auf die Überhangmandate angerechnet. Also ich verstehe die Logik einfach. Wenn es doch so ist, dass die Zweitstimme das Verhältnis festlegt, dann darf es eigentlich nichts gegen Landeslisten oder. Ja, aber so ist es halt nicht, sondern es ist ja, nur aber das im Prinzip ist doch, so. Das ist doch im Prinzip undemokratisch. Ich weiche von dem Verhältnis ab. Nein. Also, ich meine, ich kann natürlich Gründe dafür finden. Das steht ja auch im Wahlrecht selbst, dass es eben ein personalisiertes Verhältnis Wahlrecht ist, was nicht 1:1 das Verhältnis der zwei Stimmen zueinander abbildet. Es ist ein starkes Verhältnis Wahlrecht, aber mit einer Personalkomponente. Und das Verfassungsgericht hat ja sogar offen gelassen, dass wir ein reines Mehrheitswahlrecht machen. Wir könnten also dieses System auch völlig ändern. Herr Fenrich, wollen Sie das nochmal kommentieren? Weil so als Wahlrechtsexperte, der mal außerhalb von Partei und Regierung immer steht. Also die Tatsache ist, dass also die Zweitstimme das eigentlich noch in Proportion, soweit es geht, bestimmen soll. Und zwar auf der einzige Fehler, dass man die begründen muss. Das auch nur einmal finde ich eigentlich gut. Und was Sie jetzt hätte man es jetzt so lassen können, dann wäre es eigentlich genauso gut oder schlecht gewesen. Was lassen? Nee, das Wahlrecht so lassen können, das wäre dann eigentlich mit den Vor- und Nachteilen genauso wie das, was kommt. Dann hätten Sie das Problem nicht, dass da irgendwie Gründungsfehler summieren, dann hätten Sie nicht das Problem, dass Sie irgendwie nur die positiven Reststimmen definieren und zusammenzählen müssen. Und bei den Überhangmandaten, das sind jetzt vielleicht zwei Mandate, die jetzt durch diesen Absatz 2a jede Partei bekommt, außer die mit den Überhangmandaten. Und die CSU, die nun aneinander tritt. Und dann aber irgendwie eine Größenordnung von 21 Überhangmandaten, die jetzt um zwei kleiner werden. Das ist jetzt also jetzt nicht die große. Das wollte ich auch sagen, dass der quantitative Effekt, der hier durch das Koalitionsgesetz erzeugt wird, eigentlich sehr gering ist. Wenn man das jetzt auf 2009 anwendet, wir reden hier nicht über 20 Mandate oder so, wir reden über 2-3 Mandate, die sich dann mal ändern. Das ist also wirklich minimalistisch. Wir reden hier unter Fendrichs Versuch, über die virtuelle Zweitstimmen, praktisch das negative Stimmgewicht rauszurechnen, ist das ein kleiner Effekt. Also bei ihm sind ein paar Mandate mehr weg, aber das macht nicht die Welt aus an der Stelle. Bei ihm gehen ja ganz weg die negative Stimmgewichte. Was wirklich toll ist, nicht. Also was ich jetzt noch einmal sagen wollte, wenn man jetzt so besorgt ist, dass die Reststimmen Verzerrungen auslösen, muss ich natürlich ganz klar sagen, was passiert mit den Stimmen für Parteien, wir waren ja auch betroffen bei der Bundestagswahl davon, mit den Stimmen für die Parteien, die gar nicht in den Bundestag kommen. Das ist ja eine viel größere Verzerrung. Die Stimmen werden überhaupt nicht gezählt. Die kommen überhaupt nicht zum Tragen. Und das ist sogar jetzt durch diese Wahlbeteiligungsgeschichte ist so, dass die Parteien den Ländern profitieren, wo besonders viele Stimmen wegfallen eigentlich dadurch, weil ja dann der Kuchen mehr als sie verteilt noch. Also das ist auch ein sehr unangenehmer Effekt. Also die sind nicht weg, sondern die gehen dann an die großen Parteien in den Land. Genau, das heißt, das unterkehren dann die Wahlversuchungen nach zusätzlichen Ländern. Das ist halt auch ein wesentliches Problem der 5%-Hürde. Ja. Das Bundesverfassungsgericht, bin ich ziemlich überzeugt, wird die auch kippen bei der Europawahl, Alex, nur. Ist so meine Vermutung. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz neues Themenfeld. Jetzt muss man halt berücksichtigen, dass es ja noch andere Sachen gibt, die eben weiter von entfernt sind, Stimmen personal abzubilden. Die werden dann gar nicht abgebildet zurzeit. Wenn man ein Referenzsystem hätte, wo der Wähler bei zwei Stimmen sagen kann, ich kann jetzt noch die ganz andere von Partei zuordnen, sie könnte dann, wenn die erste Stimme nicht zählt, also für zwei Stimmen, dann kriegt sie die andere, dann hätte der Wähler wenigstens die Genugtuung, dass seine Stimme übrigens irgendwo diese Zerteilung mit abbildet. Ich hätte ein gewisses Interesse, in mein Netz zu gehen. Ich weiß nicht, wenn Sie noch eine Frage hätten, aber ich fühle mich einfach nicht wohl und merke auch, dass das Fazit da wohl nachlässt und da würde ich ganz gerne ins Bett. Ich hätte noch eine Frage, die das Thema ein bisschen erweitert. Und zwar reden wir jetzt die ganze Zeit über das negative Stimmgewicht, was in der Praxis ja nicht sehr relevant ist.
gleichzeitig reden wir immer über Wählerbilder. Was mir da eigentlich sehr wichtig wäre, wäre das Thema der Zulassung von Parteien zur Wahl. Denn der Wählerwille kann nur ausgedrückt werden, wenn alle Parteien zugelassen werden, die sich an der politischen Willensbildung beteiligen wollen. Zur letzten Bundestagswahl sind sehr, sehr viele Parteien nicht zugelassen worden. Das ganze System der Zulassung ist meiner Meinung nach extrem undemokratisch, weil ein Wahlausschuss, der aus Parteien besetzt ist, die im Bundestag sind, entscheidet, welche Konkurrenten sie zulassen und welche nicht. Die Begründungen dazu sind oft sehr fadenscheinig und es ist kein Rechtsmittel nötig. Wir von der Partei haben davor jetzt geklagt vom Verfassungsgericht. Das ist aus formalen Paragraphenreitergründen abgelehnt worden. Aber der Fakt, dass das ein Problem ist, bleibt bestehen. Auch die OSZE hat das System beklagt in Deutschland. Warum wird das jetzt bei dem Thema nicht gleich mit aufgegriffen? Also kann ich ein paar Takte zu sagen. Da gibt's, wir sind einer Meinung, das geht so nicht. Also das war, als ich das Thema mir angeguckt habe, das fast gravierendere Thema gegenüber dem negativen Stimmgewicht. Ich finde, das negative Stimmgewicht ist ein ernstes Problem, aber eigentlich greift man isoliert ein Thema heraus und dann ganz andere Anomalien im Wahlrecht, die auch noch bestehen, greift man nicht heraus. In der Tat, es war eine sehr augenfällige Anomalie, aber ich finde, das ist ein bisschen zu hochgehängt. Ihr Punkt finde ich völlig richtig. Wenn ich jetzt in meinem Wahlkreis als Wahlkreisbewerber nicht aufgestellt werde vom Kreiswahlleiter, kann ich mich beschweren beim Landeswahlleiter. Also auf niederer Ebene habe ich zumindest auf Verwaltungsebene immer eine Möglichkeit, mich zu beschweren. Nur gegen die wichtigste Entscheidung, nämlich die Entscheidung des Bundeswahlausschusses. Die Partei und Pauli-Partei waren jetzt die bekanntesten Fälle, nicht zuzulassen. Gegen diese Entscheidung gibt es kein Rechtsmittel. Und das widerspricht, finde ich, das hat zwar das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen gehalten, aber ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Und deswegen wäre meine Konzeption, nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses hat die abgelehnte Partei eine Frist, die muss relativ kurz sein, weil sie das ganze Wahlverfahren nicht durcheinander bringen können, von nach meiner Vorstellung, nach meinem Entwurf 3 Tagen, um eine Beschwerde vor der Wahl. Also Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie ganz viele Rechtsmittel zulassen, verschieben Sie irgendwann Wahlen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also von 3 Tagen, um sich dagegen zu wenden. Und das Bundesverwaltungsgericht hätte eine Frist ebenfalls von 3 Tagen, um zu entscheiden, ob sie dieser Nichtzulassung abhilft und die Partei abschließend zulässt. Alle anderen Entscheidungen, beispielsweise ob Sie jetzt in Ihrem Wahlkreis kommen ins Wahllokal und stellen fest, Sie stehen da nicht in der Liste, gibt es ja auch immer wieder, Sie sind umgezogen, ist irgendwas schiefgegangen, Sie dürfen gar nicht wählen, da hatten Sie dagegen ja bisher auch keinen relevanten Rechtsschutz, also zumindest keinen, der sich in der Praxis ausgewirkt hat. Alle anderen Fälle, also diese beispielsweise, würde ich jetzt auf den Zeitpunkt, weil sie nicht diese gravierende demokratische Bedeutung haben, nach der Wahl verschieben, weil sie das Verfahren sonst wahrscheinlich völlig aus dem Tritt bringen würden. Jetzt gibt es da noch ein verfassungsrechtliches Problem, Sie müssen wahrscheinlich Artikel 41 dafür ändern, also eine Grundrechtsnorm, und das wirft sozusagen immer ein wesentlich größeres Verfahren an, als jetzt eine einfach gesetzliche Änderung. Aber davor hätte ich jetzt keine Angst. Und ich habe auch Signale von den Grünen, von der SPD und von wichtigen Teilen der CDU, dass sie dabei mitgehen wollen. Und das wäre aus meiner Sicht für eine Rechtsstaatsverbesserung, und Sie haben ja recht, die OECD hat es auch schon kritisiert, muss das kommen und sollte auch noch diese Legislaturperiode kommen. Ich hätte jetzt noch den Wunsch, 3 Vorschläge kurz vorzulesen und zu hören, was die beiden Referenten darüber denken. Ich bin da relativ schmerzbefreit, ich halte alles so denkbar. Also ich würde gerne mal hören, wie darüber gedacht wird in der Runde. Also ein Vorschlag, wir hatten ja schon das Thema Einstimmen im Wahlkreis. Ich habe jetzt 2 Varianten hier, die eben nicht so wie Baden-Württemberg sind. Mal überlegt, dass eine Möglichkeit wäre, man hätte nur Multimandatswahlkreise und keine Listen mehr. Man hätte dann große Wahlkreise, die jetzt so jetzt 3 bis 5 Mandate haben und ohne Sperrklausel braucht man ganz gewiss nicht in dem Fall. Denn wenn ich 5 Mandate habe, habe ich eine faktische 10% Sperrklausel pro Wahlkreis, das ist eine sehr hohe Hürde. Man könnte mal machen, würde natürlich dazu führen, dass Parteien wie FDP oder wieder
regelmäßig keinen Sitz bekämen. Muss man ganz klar sagen, für den Fall, dass wir mit Union, SPD und die Grünen wahrscheinlich Sitze gewinnen und den dagegen haben die. Argument haben Sie schon genannt. Nee, weil ich auch sinnvoll finde, dass das führt sehr schnell zu absoluten Mehrheiten, ein solches Modell. Und ich bin nicht der Überzeugung, dass absolute Mehrheiten, egal wer jetzt regiert, an sich sinnvoll sind. Sehe mich auch gegen Mehrheitswahl. Also ich bin auch dagegen, was man daraus machen könnte, vielleicht auch das noch auf der Liste, dass man halt eben die Wahlkreise dann sozusagen verbindet und dann halt da zwei Kreise hätte. Eine andere Methode, nur eine Stimme zu vergeben, wäre folgende. Wir haben da keine Wahlkreise mehr, sondern wir machen nur noch offene Landes-, vielleicht in größeren Bundesländern, also Bezirkslisten, damit die Entfernung nicht so groß ist zu den Wählern. Und dann haben die Wähler die Möglichkeit, Personen auszuwählen, indem sie einfach auf der offenen Liste sich die Kandidaten aussuchen, aus verschiedenen Parteien, auch so Alarmbruch oder was auch immer, wie es ihnen gefallen. Dann haben wir nur noch die Personalisierung und die Verhältniswahl, haben wir eine reine Verhältniswahl, weil nämlich die Sitzverteilung wird dann nur noch nach den Stimmen, die an die Parteien gehen, von den wenn die Kandidaten gewählt wurden, verteilt würden. Das ist ja auch eine Methode. Wie stehen Sie dazu? Das käme sehr auf die Ausgestaltung an. Wir haben es ja im Prinzip beim Kumulieren und Panaschieren sozusagen dieses Anreizsystem. Sie stellen halt fest, dass das eine massive Vorselektion zur Selektion führt. Sehr stark personalisierte Länder haben die Tendenz, das kann man in der Wahlforschung ja auch sehen, dass sie kleinere Anteile der Bevölkerung letztlich in die Parlamente senden. Also wenn Sie mal sehen, zum Beispiel in den USA jetzt maximal personalisiert, sind von den Einkommensverhältnissen nur noch etwa die oberen 1,8% Mitglied des Senats. Das ist eine Tendenz, die sehr personalisierten Elementen immanent ist. Deswegen müsste man sich sehr genau angucken, wie man das ausgestaltet. Also beim Kumulieren und Panaschieren finde ich es gerade noch gelungen, aber auch da führt es dazu, dass ich weil ich es schon ein paar Jahre mache, einfach gewählt werde, weil die Leute mich aus dem Bundestag in meiner Stadt vielleicht ein bisschen kennen, andere, die vielleicht sich viel mehr um kommunale Themen gekümmert haben, nicht gewählt werden. Also auch da gibt es Risiken, aber wie das Thema auf die Ausgestaltung. Ja, das sehe ich hier nicht. Also ich finde so ein Modell wenigstens besser als das Modell mit den Einerwahlkreisen, was wir Moment haben. Gut, dann die dritte Lösung ist wieder klassisches Zweistimmenwahlrecht, oder? Sagen wir so Zweierwahlrecht, das heißt, ich habe wie bisher zwei Stimmen in der Landesliste, da brauchen wir jetzt auch nicht vertiefen, ob die geschlossen bleibt, wie jetzt so geöffnet wird, das ist jetzt gar nicht das Thema an der Stelle, sondern das Interessante wäre, jetzt hier nach dem Vorschlag von einem der Demokratie e.V., das gedacht man wirklich gut, aber der Vorschlag war interessant, das war der einzige, den ich zeitgemäß fand, die Idee eben, diese Multimandatswahlkreise statt in einer Wahlkreise zu machen. Das hätte halt den riesengroßen Vorteil, dass die heutigen Stimmverhältnisse der größeren Parteien, sage ich mal, viel realistischer bei der Vergabe der Direktmandate abbilde und damit ganz automatisch, natürlich ohne Zwang, die Übermandate entfallen bei allen normalen, nicht pathologischen Fällen. Man kann pathologische Fälle konstruieren, wo es nicht klappt, aber bei allen normalen Ausgängen wird es nicht passieren, sondern da wird eben kein Übermandat mehr auftreten. Und wir kriegen die ganz elegant mit weg, weil man eben dadurch dieses unsinnige System, the winner takes it all, ich habe vorhin Fälle genannt, wo eben Wahlkreiskarten sind, sehr fragwürdigen Stimmenanteilen in den Wahlkreis gewonnen haben, hätte dieses Problem gelöst und es wäre wesentlich klarer, wesentlich gleichmäßiger verteilt Direktmandate, auch mehr Parteien dann Direktmandate haben. Das wäre, glaube ich, in der heutigen Welt, wo eben die Lagerbildung, wie früher nicht mehr so da ist, viel zeitgemäßer als eine bisherige Regel. Ja, habe ich keine abschließende Meinung zu, aber Sie haben natürlich die Zweistimme damit radikal entwertet, also die Bedeutung der Zweistimme wird tendenziell geringer. Ich könnte mir eher, oder mir würde eher ein Modell gefallen, wo wir die Zahl der über Erststimme gewählten Kandidaten reduzieren, wegen mir auch noch mit einem Zweistimmen, also mit zwei Leuten, die dann gewählt würden. Aber ich nehme mal eine Zahl, 35% nur über die Erststimme zu wählen und 65% über die Zweistimme, weil das auch die Übergangsmandate nicht rechnerisch völlig ausschließt, aber zur seltenen Ausnahme macht, aber da sehe ich im Moment auch keinerlei. Also in dem Moment, wo Sie an Wahlkreisgrenzen gehen, haben Sie bei drei oder bei vier im Bundestag vertretenen Parteien massive Abwehrreflexe. Das ist die Linke, das ist die CSU, das ist die CDU und das ist die SPD. Weil das einfach für Sie ein ganz anderes Anreizsystem ist als jetzt Grüne bei Ströbele, aber das ist ja noch nicht ein, jetzt sozusagen ein Massenphänomen.
Ja, das ist so ähnlich wie es in Schleswig-Holstein gemacht wurde, da gab es ein ähnliches Problem. Da gab es schon eine Ausgleichsmandatsregelung. Da haben wir jetzt geeignet, die Wahlkreiszahl zu verringern, genau wie Sie gesagt haben. Das ist eine Methode, um diesen Übergang wegzukriegen. Die haben allerdings aus der Verfassung gestrichen, die Sitzzahl inzwischen. Also wäre das wohl doppelt geschafft dort. Also könnte man auch machen. Ja. Also mir wäre es 3 bis 5 Mandate. So wie also ich fände das jetzt schon besser. 3 bis 5 Mandate bei einer Stimme und das ist alles. Ja, 5 Stimmen war es. Also in Hamburg gab es 5 Stimmen, sodass man dann auch mehr Parteien keine Ahnung auskommt. Einfach verständlich ist es nicht. Also das muss man den Leuten mal sagen. Ja. Das ist ein sehr kompliziertes Wahlrecht, was, wenn man die Bremer, die Hamburger gefragt hat, kaum einer verstanden hat. Ja, das ist natürlich übrigens trivial an der Stelle, das ist richtig. Aber es wurde eigentlich, die Zahl der ungültigen Stimmen war nicht sehr hoch. Also Sie haben schon verstanden, dass Sie mehr als 5 Stimmen beteiligen würden. Also ich wäre dann auch nur für eine Stimme, wo es auch halt also, wie Sie gesagt haben. Dann hätte man auch das Problem von Zufahren und negativen Stimmen beseitigt. Okay, das waren jetzt deine Vorschläge. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und den Herrn Hofmann entlassen. Ich glaube, es ist sehr nett, dass er trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten überhaupt gekommen ist. Ich bin ins Parkhaus, dachte man, dass ich mit den Piraten geht es ja sehr steil, wenn auch ein paar wollten auch ins Nordwest sind. Okay. Also, tschüss. Gut, ja, tschüss. Gut, tschüss. So, wir haben jetzt eine Riesenliste noch gehabt von Fragen. Ich weiß nicht, ob die Fragen alle an Herrn Ruppert gingen, weil er ja auch Bundestagsabgeordneter ist und weil er ja da direkt mit drin hängt. Okay, dann sammeln wir die Fragen einfach gerne, die an den Herrn Ruppert gingen und schicken ihm einfach eine E-Mail. Und dann veröffentlichen wir das auf der Frankfurter Homepage der Piraten und dann können wir das nachlesen. Mein Vorschlag wäre, da wir den Xander hier sitzen haben, der für die Piratenpartei, das war doch richtig, oder Xander? Der für die Piratenpartei einen Vorschlag ausgearbeitet hatte, wie er ein neues Wahlrecht gerne sehen möchte. Und da wir hier 2 Wahlrechtsexperten sitzen haben, mit dem Herrn Fendrich und dem Stefan Urbach, würde ich gerne eigentlich fragen, ob du eventuell die Möglichkeit siehst, jetzt nach einer Pause, ich würde vielleicht 5 Minuten Pause irgendwie machen, das tut allen vielleicht ganz gut, 10 Minuten Pause, die Schlange beim Weg ist etwas größer, dass wir uns dann wieder hier einfinden und vielleicht Alexander versucht, in seinen Worten zu umschreiben, so zu umschreiben, dass wir alle verstehen, was sein Vorschlag für Wahlrecht, Wahlgesetz ist. Du möchtest ein komplett neues Bundeswahlgesetz eigentlich haben, oder? Also ich glaube, das ist etwas, worauf sich sehr viele hier im Raum einigen können, weil irgendwie dieses Durchblicken von Erst-, Zweitstimme und wie das verrechnet wird, das ist, glaube ich, verdammt schwer. Ich habe das Gesetz selber auch mehrfach gelesen, ich habe nichts verstanden. Also 10 Minuten Pause, das heißt, wir wären um 18.02 Uhr wieder hier. Ich würde sagen, wir warten jetzt aber nicht. Xander, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen irgendwie und dann einfach mal loslegen, so frei Schnauze, was du vorgeschlagen hast, was dein Wahlgesetzvorschlag ist, weil du ja ein komplett neues Wahlgesetz miterarbeitet hast, deinen Vorschlag, und dann vielleicht mal eine Diskussion zwischen den beiden Wahlrechtsexperten, die dir zur Seite stehen können, ob da irgendwo Schwierigkeiten, Probleme sind oder vielleicht ist das auch das Top-Ergebnis. Bitte. Ja, ob es das Top-Ergebnis wird, weiß ich natürlich noch nicht. Ich will auch noch nicht behaupten, dass das das absolute Ende dieser Fragesteine ist, sondern dass das erstmal nur so ein Startpunkt ist, an dem jetzt die Piratenpartei ansetzen kann, um es weiterzuentwickeln. Und falls ich mir heute wieder einen Abstürzer, erstmal Entschuldigung, ich habe mich hier null vorbereitet, dass ich hier heute bin, war sogar noch spontaner als die kleine Vorstellung, die ich letzten Sonntag auf dem Landesparteitag in Andernach gegeben habe. Dort wusste ich immerhin 2 Tage vorher, dass ich hin war. Heute wusste ich erst heute Morgen um 10 Uhr, dass ich auch wirklich hierher kommen kann. Entsprechend schlecht bin ich natürlich vorbereitet. Ja, wie schon angesprochen, ich habe
mich in den letzten Monaten intensiv mit Wahlrechten befasst. Das war schon zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so. Dort wurde ich nämlich nicht nur auf die Landesliste in Rheinland-Pfalz gestellt, war auch Direktkandidat in Mainz, sondern vor allem, ich war Vertrauensperson zur Landesliste und als solcher eben auch die Verknüpfung zwischen der Partei und dem Landeswahlausschuss. Und auch die ganze Kommunikation, wenn es dann eben irgendwo um irgendwelche Rechtsfragen ging, das lief dann fast immer über mich. Und ich habe zumindest irgendwem noch geholfen bei der Formulierung von E-Mails und so weiter. Ja, in den letzten Wochen ging es dann halt nochmal sehr viel konkreter um das Bundeswahlrecht und auch um die Entwürfe, die andere Parteien mit eingebracht haben. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, den Entwurf der Linken habe ich noch nicht durchgekaut, sondern mich mit der Landeswahlschaft beschäftigt. Allerdings habe ich mich nicht an diesen Entwürfen orientiert, denn ich finde, dass die allesamt nur eine Flickschusterei an diesem System sind, das wir eben seit 60 Jahren haben, mit diesem ersten Zweistimmsystem, das eben der Bundesrepublik uns gegeben wurde, um seine Mischung aus dem zu haben, was die ganzen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hatten. Also Großbritannien, traditionell, Mehrheitswahlrecht, dort kann man es schaffen mit 30% der Stimmen absolut 50% oder 60% der Sitze im Parlament zu bekommen. Andere haben Verhältniswahlrecht, also quasi, wenn es nur eine Zweitstimme gäbe. Und Deutschland hat eben diese sehr komplizierte Mischung bekommen. Und gerade durch diese Komplexität kommen eben auch viele seltsame Sachen dabei raus, wie eben auch das negative Stimmgewicht, wie eben Überhangmandate, die das Ganze, dem Ganzen so ein bisschen Charakter von einem Mehrheitswahlrecht geben, aber eben doch nicht so ganz, das den Wählerwillen nach Zweitstimmen verzerrt, aber eben auch nicht so extrem diesen richtigen Mehrheitswahlrecht machen würde. Es gibt verschiedene Ansätze, um diese Problematik zu lösen, teilweise schon angesprochen, wie eben die Mehrmandatswahlkreise, die reduzieren das Auftreten von Überhangmandaten im Grunde, wenn man es richtig macht, so stark, dass es eigentlich bei normalen Wahlergebnissen unrealistisch ist, dass überhaupt Überhangmandate auftreten, was dann auch das negative Stimmgewicht so gut wie erledigen würde. Aber ich bin trotzdem einen anderen Weg gegangen. Und zwar auch einen Weg, den der Stefan Obert vorhin schon angesprochen hat, und zwar über offene Listen zu wählen. Das hat für mich einerseits den Vorteil, hätte nämlich weiterhin eine personalisierte Verhältniswahl. Das heißt, nicht nur eine Zweitstimme, also eine Stimme, die ich der Partei gebe, und dort sind dann nur die Kandidaten in der Reihenfolge, wie sie die Partei gerne haben möchte, sondern ich als Wähler kann mitbestimmen, wer von dieser Liste am ehesten mit einzieht. Sprich, ich kann kumulieren, panaschieren, eine bestimmte Anzahl an Stimmen verteilen, wie ich lustig bin. Vermutlich in meiner Liste aktuellen Fassung hätte jeder Wähler 10 Stimmen und man könnte bis zu 3 pro Kandidat zuteilen, weil man mit diesen Zahlen natürlich rauf und runter spielen kann. Also können auch 5 Stimmen pro Kandidat sein. Auch sowas, das muss ja in der Diskussion in der weiteren Entwicklung dann auch noch ausgearbeitet werden. In so einem System hätte man von der ganzen Natur des Systems ja kein negatives Stimmgewicht, weil es eben nur noch eine Stimmenart gibt. Nicht zwei verschiedene Stimmsysteme miteinander berechnet werden müssten. Ja, in dem Entwurf habe ich allerdings noch weitere Sachen eingebracht, die nicht unbedingt verfassungsrechtlich notwendig wären, die ich allerdings für sinnvoll erachte, sie auch mit in eine Diskussion für ein neues Bundeswahlrecht einzubringen. Das sind zum einen ein Wahlrecht ab 16, da kann man natürlich auch sich streiten, ob ich auch gleich nach 15 oder 14 gehen möchte. Ich habe jetzt erstmal mit 16 drin, wobei ich dazu sagen muss, wenn man das einführen möchte, muss man auch das Grundgesetz ändern. Denn das Wahlalter ist nicht nur über das Bundeswahlgesetz geregelt, sondern auch über Artikel 38 des Grundgesetzes. Gleiches gilt für das Ausländerwahlrecht. Da habe ich sogar direkt aus dem Entwurf der Linken das übernommen. Ausländerwahlrecht für alle, die seit 5 Jahren im Land leben. Auch dazu müsste der Artikel 38 geändert werden. So, und jetzt fällt mir gerade nicht ein, was ich noch vergessen haben könnte, dann gehen wir einfach mal das Wort weiter. Eine Nachfrage, wie sollte das jetzt strukturiert sein? Also in meinem Entwurf sind es noch Landeslisten,
also offene Landeslisten, wobei das natürlich von der Praktikabilität her noch irgendwie angepasst werden müsste. Stefan Hofer hat vorhin die Möglichkeit angesprochen, also Bezirkslisten zu machen in den großen Bundesländern, damit, also es werden ja alle Kandidaten auch noch von jeder Liste aufgeführt und dann ist so ein Stimmzettel nicht größer wird wie die Fahne hier hinter uns, muss man das halt irgendwie ein bisschen da entgegenkommen. Mit Bezirkslisten geht man so einen halben Schritt in Richtung Mehrmandatswahlkreise, das ist mir schon bewusst, aber es ist trotzdem noch eine Listenwahl. Oder die Top 5 auf jeden Fall mit einziehen. Bei diesem hier wird immer noch verrechnet über ein Proportsystem wie bei einer Verhältniswahl. Gut, also bei der Mehrmandatswahl kann es wenig dafür, dass verrechnet wird, dass es also keine fixe Anzahl gibt, sondern dass eine gute Anzahl und der Rest verrechnet wird, dass also mehr Sicht über Mandate vergeben werden. Ja, zu dem, was er vorgeschlagen hat, mit den vielen Stimmen bin ich eher dafür, dass man versucht, das auf wenige Stimmen reduziert. Also ich bin dafür, dass man versucht, das auf wenige Stimmen zu reduzieren, dass man wirklich mit einer Stimme, die man abgibt, dann klare Entscheidung macht und nicht sich sozusagen, ich mache das, aber ich mache auch das und das mache ich auch und sich sozusagen auf eine klare Entscheidung, weil man eine eigene Entscheidung drückt. Das will ich jetzt nicht so sehen, dass man sich darum drückt, sondern ich denke, dass es dem Wähler einfach mehr Einflussmöglichkeiten gibt, wie bei Kommunalwahlen. Also das mit den 3 Stimmen pro Kandidat habe ich mir jetzt quasi vom Kommunalrecht aus Rheinland-Pfalz abgeschrieben. Das in Hessen ist im Grunde identisch, in Bayern ist es auch so ähnlich. Dort kann man überall, zum Beispiel in der Stadtratswahl, so viele Stimmen abgeben, wie Sitze im entsprechenden Parlament zu besetzen sind. Also im Stadtrat von Mainz beispielsweise 60 Stimmen. Die kann man auch, wie man will, über die ganzen Listen verteilen. Und das ist mit 10 schon sehr viel einfacher. Wobei jetzt die Zahl 10 auch nicht unbedingt festgenagelt sein muss. Also da kann man natürlich auch rauf oder runter gehen. Aber ich würde nicht auf 1 runtergehen. Also ich finde es schon ziemlich groß. Ich würde sogar auf 1 runtergehen. Also auf jeden Fall nicht runtergehen. Da wäre es auch noch eine Frage. Ja, das ist cool. Ich habe... Ja, Julia, fang an. Also, ich sehe da ein recht großes Problem. Also du hast das gerade schon angedeutet mit dem sehr großen Wahlzettel. Wenn man das jetzt auf Bezirksebene macht, ob die Politiker, die ich A kenne und die ich auch noch gut finde, ausgerechnet aus meinem Bezirk kommen, ist ja eigentlich extremer Zufall. Also ich glaube, dadurch, dass mittlerweile viele Leute nicht mehr so sehr in ihrem Wohnort verhaftet sind und eher bestimmte Themen haben, die sie besonders wichtig finden. Also ich würde jetzt zum Beispiel, mal angenommen, ich würde FDP wählen, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie die Schnarrenberger und den Jimmy Schulz wählen. Die kommen aber bestimmt nicht aus meinem Bezirk. Auf der anderen Seite, wenn man es halt auf einer höheren Ebene ansiedelt, dann hat man, das hatte man ja in Hamburg schon das Problem, dass die Leute alle den ersten Kandidaten von Seite 2 wählen. Also ich sehe da das Problem, dass es entweder zu komplex wird oder man doch nicht mehr so richtig entscheiden kann, wer für einen reinkommt, weil die Auswahl, die man kriegt, für einen selbst eigentlich ziemlich irrelevant ist. Also das möchte ich auch noch kommentieren eigentlich. Und zwar bei dem Wahlrecht im Norden, also wir haben Hamburg und Bremen ja in diesem Jahr Wahlen gehabt, wo man eben mehrere Stimmen hatte und verteilen konnte, offene Listen und auch offene Wahlkreiskandidatenlisten. Da war es aber auch ganz klar anders als bei Kommunalwahlen, das üblich ist, da waren auch nur maximal 5 Stimmen erlaubt. Also egal wie groß die Liste war, man hatte nur 5 Stimmen. Das heißt, es wurde schon bewusst beschränkt, dass man nicht beliebig viele aller Kommunalwahlen, wir erwähnt hatten, wir haben es schon gerade 60 Stimmen,
Das ist ja der Wahnsinn, mache ich gerne, klar, aber wer macht das wirklich gerne? Klar, bei uns werden trotzdem die Hälfte der Stimmzettel tatsächlich komplett arrangiert und haben nur dann dazu sagen, trotz dieser wahnsinnig vielen Stimmen. Aber wenn man es auf 5 Stimmen begrenzt, ist es nach meinem Verfahren der Demokratie-EV durchaus noch vertretbar. Also das heißt, wie viele Stimmen man dem Wähler dann noch lässt, wenn es nicht zu kompliziert wird, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Und wie man das Wahlgebiet einteilt, ist auch Geschmackssache. Ich kann euch das hier in Baden-Württemberg, möchten die Badener keine Schwaben wählen, umgekehrt auch nicht. Also wir müssten wahrscheinlich echt Bezirkslisten machen in Baden-Württemberg, sonst gibt es aber, schätze ich mal persönlich. Ob man das in Hessen machen muss, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas den Bundesländern überlässt, wie sie es regeln wollen. Julia, du hast ja gerade etwas angesprochen, was vor allem gegen halt Wahlkreise spricht. Also bislang ist halt ein Wahlkreis, wir haben 299 Wahlkreise, etwa so 80 Millionen Einwohner, kann jeder ausrechnen, wie groß der Wahlkreis im Durchschnitt ist. Und dass dann unter dieser kleinen Menge an Personen dann ausgerechnet jemand dabei ist, den ich auf jeden Fall haben will, ist sehr gering. Da ist so eine Bezirkslistengröße schon ein ziemliches Entgegenkommen. Klar, es ist ein Kompromiss, wenn man es ganz offen haben müsste, bräuchte man Bundeslisten. Allerdings werden die dann richtig groß. Dann hast du nicht nur ein Stückzettel Heftchen, dann hast du wirklich einen Telefonbuch vor dir. Das ist einfach dieser Kompromiss, den man leider machen muss zwischen Praktikabilität und nicht zu komplex werden lassen. Deswegen auch nicht zu extrem viel Stimmen. Also ich würde keine 50 Stimmen nehmen oder 60 wie bei einer Kommunalwahl, sondern eben wirklich eher was Mittleres, 10. In Hamburg waren es 5, 10 ist jetzt nicht extrem viel mehr. Ich denke, das ist für die allermeisten zu behandelbar, da ihre Top 3 jeweils 3 Stimmen zu geben. Dann können sie ihre 10 Stimmen entweder irgendwie, wenn sie noch halb so gut kennen, geben oder eben bei der Partei, damit der Spitzenkandidat halt noch eine Stimme kriegt. Was gerade angesprochen wird, dass die Hälfte der Leute kumulieren und panaschieren. Bei den meisten ist es eben genau so, was so ein Teil kumulieren, Teil panaschieren. Sprich, es werden ein paar Favoriten angekreuzt, die dann ihre 3 Kreuze haben und der Rest, da wird dann die Partei angekreuzt. Und genau so ein System habe ich im Moment hier auch. Ich habe das eben aus dem Kommunalwahlrecht von Rheinland-Pfalz übernommen, entsprechend angepasst. Ja, ich wollte was sagen zu den vielstimmigen Wahlsystemen in den süddeutschen Ländern. Das ist auch eigentlich ein Beispiel, wie man das gerne nicht machen möchte, denn das sind Wahlsysteme für Leute, die sich nicht entscheiden können. Wenn ich 60 Stimmen habe, muss ich auch 60 Stimmen verteilen. Das heißt, dass wenn ich 3 Kandidaten habe, die ich bevorzuge, dass diese Präferenz untergeht in der Flut von Stimmen, die ich auch noch verteilen muss. Wenn meine Liste, die ich wähle, 40 Kandidaten hat, dann kann ich maximal 40 mal 320 Stimmen vergeben. Das heißt, ich muss jedem zweiten Kandidaten eine Stimme geben bei 60 Stimmen. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt nicht auf die Listenverbindung, auf die Listenzusammensetzung wirksamen Einfluss ausgeben. Wenn ich dazu noch ein Listenkreuz machen kann, dann kann die Partei bei der Auswahl oder bei der Festsetzung der Anzahl der Kandidaten eigentlich mehr Einfluss ausüben als die Wähler darauf, wer dann schließlich gewählt wird. Denn wenn die Hälfte der Leute, Listenkreuz macht und dann führt das Verhältnis aus der Zahl der Kandidaten und der Zahl der Stimmen, die ich vergebe, dazu, dass eben die oberen sonst viele Kandidaten ein Kreuz mehr bekommen oder auch 2 Kreuze mehr als die anderen, und das schwemmt dann die Präferenzen von den Wählern, die kumuliert und panaschiert haben, weg. Also das ist eigentlich nichts, wo man den Wählern wirklich ein Werkzeug in die Hand gibt, wirksam Einfluss auszuüben auf die Listen zusammensetzen. Ich gebe dir in einem Punkt recht. Und zwar durch das Listenkreuz. Wenn wir zum Beispiel mit 10 Stimmen bekommen, für jedes Listenkreuz die ersten 10 immer eine Stimme. Das bevorzugt die ersten 10 sehr stark. Das heißt, es ist fast unmöglich, vom 11. Listenplatz auf den 10. hochzukommen. Allerdings eine Bewegung innerhalb der ersten 10 ist sehr wohl möglich. Wenn es dann eine Partei ist, die 5 oder 6 Sitze bekommt, dann kann es schon ausmachen, ob man eben gerade auf den 7. war und durch viele kumulierte Stimmen auf den 6. vorgerutscht ist oder eben umgekehrt vielleicht vom 6. auf den 7. runtergefallen ist. Da kann der Wähler dann schon noch was ausmachen. Das hängt halt sehr stark von den genauen Details des Wahlrechts ab.
Also zwischen Hessen und Baden-Württemberg, ihr hattet ja dieses Jahr auch Kommunalwahlen in Hessen. Ich war interessiert verfolgt, dass bei euch ein paar Regeln ein bisschen anders sind wie bei uns in Baden-Württemberg. Zum Beispiel ist es so, bei uns in Baden-Württemberg gibt es eben keine automatische Kumulation von Stimmen. Das heißt, wenn jetzt eine Partei weniger Kandidaten aufgestellt hat, in der Stadt zum Beispiel, als es Sitze gibt, dann ist der Wähler nicht in der Lage, der Partei die Maximalstimmen zukommen zu lassen. In Hessen ist es ja so bei euch, wenn man ein Drittel aufstellt, dann kriegen die alle drei Stimmen. In dem Fall ist es in Baden-Württemberg nicht so, da kriegt jeder immer nur eine Stimme. Das ist also auch ein fatales Problem. Das hängt sehr stark vom Detail ausgestaltet ab, aber ich finde es trotzdem tatsächlich besser, vom grundsätzlichen her beim Wahlsystem eine überschaubare Zahl von Stimmen anzugeben, die man auch maximal kombinieren kann. Es ist ja so in Hamburg und in Bremen war es genauso, da kann man die fünf auch alle einen Kandidaten oder einer Partei geben. Man muss also nicht mehrere wählen, auch man kann sogar auf einen konzentrieren. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss, wenn man überhaupt mehr als eine Stimme zulässt. Das ist natürlich die Frage, ob man das tut. Wenn ich es nicht tue, habe ich immer noch die Auswahl, muss halt für einen entscheiden. Da hat der Doktor ja völlig recht, natürlich. Kann ich trotzdem Einfluss nehmen, wenn viele Wähler sich für den einen entscheiden, viele für den anderen entscheiden, dann ist in der Endabrechnung trotzdem mit klarer Personenstimmenzahl für den einen vorhanden. Kann man auch machen. Das ist immer ein bisschen Geschmacks- oder Ermessenssache, Abwägungssache, auch im Rahmen der anderen Regeln von dem Wahlrecht. Das ist also nicht so simpel, die Sache. Aber ich kann das mal ausprobieren. Wir können ja im Feedback mal testen, die Stimmungslage, in verschiedenen Varianten von solchen Systemen. Dann sieht man ja bei uns in der Partei, wie da die Stimmung ist. Wählerwille und repräsentative Demokratie, das ist mein Thema. Und ich bitte jetzt mal alle, darüber nachzudenken. Bei einer Wahlbeteiligung von mittlerweile in der Regel 50%, wie, oder von 60%, wie ist denn der Wählerwille der nicht wählenden 40 oder 50%? Die Frage ist, ob man diesen Wählerwillen interpretieren muss oder nicht. In dem Moment, wo man sagt, okay, die Leute wählen nicht, die wollen keine Politiker haben, vielleicht sollte man darüber auch mal nachdenken. Das heißt, dass diese Leute Politiker als Berufsgruppe oder zumindest als Menschen, die sie vielleicht als Verbrecher wahrnehmen, die sie nicht legitimieren möchten, dass man vielleicht einen anderen Umgang mit Nichtwählern auch mal in die Überlegungen einbezieht. Das heißt, in dem Moment, dass man das Parlament entsprechend verkleinert und Dinge, die sozusagen nicht wichtig genug sind, halt dann im Zweifelsfall liegen lässt oder zu schnelleren Entscheidungen kommt. Danke. Knut, sowas Ähnliches gab es schon mal, und zwar in der Weimarer Republik. Da gab es nämlich absolute Grenzen für ein Mandat. Sprich, wenn man 30.000 korrigiert mich, wenn ich falsche Zahlen sage, ich meine 30.000 Stimmen bekommen, kann man das erste Mandat, dann alle 60.000 Stimmen das nächste. Also die ersten 30.000 dann bei der 0,5 halt quasi hochgerundet wird. Und das hat halt eben auch den Effekt gehabt, dass je nach Wahlbeteiligung und auch je nach Bevölkerungsentwicklung im Laufe der Zeit das Parlament eine unterschiedliche Anzahl an Abgeordneten hatte. Also da ist das quasi schon drin. Allerdings war eben die Abstimmungsmehrheit nicht auf irgendwie die absolute Zahl an möglichen Mandaten ausgerechnet, sondern eben an die Anzahl an Abgeordneten, die auch dann tatsächlich drin waren. Ja, fällt noch einen anderen Einbruch vielleicht zu machen an der Stelle, hat direkt nichts damit zu tun, aber wir sind ja generell für plebiszitäre Demokratie, wie man es nennt, das heißt das Vermischtsystem aus repräsentativer Demokratie mit Parlamenten und der Direktdemokratie mit Volksabstimmungen. Wäre ja unser Anliegen, den Rabenteil sowas umzusetzen. Was ich mir erhoffen würde, ist, dass bei Volksentscheiden, Bürgerentscheiden, kriegt man keine sehr hohe Wahlbeteiligung. Es gibt immer Leute, die es nicht interessiert, das Thema, also würden da nie so hohe Wahlbeteiligung kriegen, muss man auch realistisch sehen. Aber vielleicht könnte man den Anteil der Nichtwähler bei Wahlen wenigstens reduzieren, wenn sich mehr Wähler mitgenommen fühlen würden, wenn sie eben die Möglichkeit hätten, Entscheidungen auch mal selbst treffen zu können, wenn sie einen Antrag stellen, genug Unterschriften eben einen Regierer durchkriegen, dann können sie es auch selbst machen oder das Gremium, das Parlament entscheidet sich zu übernehmen, was häufig passiert, weil die es nicht so gerne haben, wenn die Bevölkerung gegen sie entscheidet sozusagen. Das sehen wir auch in der Schweiz immer wieder. Ich würde nur gerne wissen, wie Dr. Fendt es sieht, ob das vielleicht diesen Nichtwählerblock vielleicht auch ein bisschen kleiner machen könnte. Das sehe ich jetzt
Also sehe ich jetzt weder positiv noch negativ an der Stelle. Da habe ich jetzt auch keine explizite Frage. Also, wenn man ein Wahlrecht hat, wo man mehr Einfluss auf die Personalisierung hat, finde ich das gut. Damit baut man wahrscheinlich auch ein Stück weit die Politikverdrossenheit ab. Wie das jetzt mit einer indirekten Demokratie gekoppelt werden muss, das ist auch wieder eine ganz andere Frage. Also sehe ich jetzt mal grundsätzlich positiv, das ist jetzt aber natürlich eine persönliche Meinung, die hat eigentlich nichts mit Wahlrecht zu tun. Ich hatte vorhin das dieses Thema mit der Wahlbeteiligung oder auch das Thema mit der Bundeswahlliste gehört und mich würde nochmal interessieren von den Personen, die jetzt auf dem Podium sitzen. Ich fand jetzt die Idee mit der Bundeswahlliste insofern interessant, weil wir reden ja von dem Bundeswahlrecht. Das heißt, an der Stelle interessiert es mich reichlich wenig, was in den einzelnen Ländern passiert, ja, ob da irgendwelche Verhältnisse von Stimmen vor Ort jetzt irgendwie besonders berücksichtigt werden, sondern ich habe ein zukünftiges Parlament, ja, und das soll die Interessen möglichst aller Bürgerinnen und Bürger halt vertreten. Und in meinen Augen müsste unter jede Partei, die sich da ins Rennen bringt, eben auch ihre Leute nach ihren eigenen Kriterien, das ist ja vorhin auch schon mal andiskutiert worden, ins Rennen bringen. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass jetzt irgendwie unheimlich viel versucht wird, an diesem Wahlrecht so, sag jetzt mal bewusst, zu manipulieren, um diese eigenen Machtverhältnisse zu erhalten, mit dem Vorwand, ja, das Wahlrecht, das müssen wir, Parteien, für den Bürger irgendwie gestalten, damit das seine Interessen vertritt, aber genau das, was für eine, jetzt kommt die Brücke zum Wahl, zur Wahlbeteiligung, was ich ja offenbar eben nicht bis meins zu. Ich weiß noch, was es ist. Entschuldigung. Also, wo ich jetzt sagen würde, dass die Wahlbeteiligung doch garantiert höher sein würde, wäre, wenn die Leute das Gefühl haben, wir haben wirklich ein Gremium zur Auswahl, die können sich darauf vorbereiten, können sich jeden auch mal angucken und das wird abgestimmt. Ja, und nicht, man gibt seine Stimme in irgendeine Blackbox, ja, und dann kommt am Ende so ein Überraschungsei raus, ja, wo man denkt, oh Gott, was sitzen die denn da hinten? Ja? Und mich würde halt wirklich jetzt mal interessieren, was aus eurer Sicht dagegen spricht, also wo Probleme sind in dieser Bundeswahlliste und wie man das, wenn man es vernünftig hinkriegen wollte, was man berücksichtigen müsste. Also was war jetzt mit Bundeswahlliste, dass man sozusagen alle Kandidaten auf der Liste stehen hat, die im Bundesgebiet antreten, man kann jeden wählen, von dem man will. Genau, also eine Partei, die sich halt jetzt auf Bundesebene halt zur Wahl stellt, schreibt halt ihre Kandidaten auf diese Liste. Wie die rekrutieren, nach welchen Auswahlverfahren, das ist denen überlassen. Ich denke, das wird auch für eine Partei sprechen oder auch nicht, wenn man feststellt, nach welchen Kriterien das läuft. Und dass der Bürgerwille wirklich direkt unmittelbar eine Wirkung zeigt, weil alles andere, dieses über mehrere Ebenen, ist für mich ein Vermessern und dann wird am Ende doch wieder, ich sage jetzt, der Bürger zum Wahl- oder zum Stimmvieh diskreditiert. Ja, man braucht im Grunde nur die Legitimation alle 4 Jahre, damit man sich halt weiter alles schön zurecht, wie man es braucht. Ja, gut, das ist ein kleines Thema, das ist dann vielleicht bei mich für ein bisschen schwierig, weil ein Wahlzettel sieht dann so aus, und zwar nachdem man gefeiert hat. Halt, wenn ich jetzt einhaken darf, ich glaube, guck mal, was anderes, dann haben wir nur die Liste. Wir haben jetzt das Ganze nach Ländern aufgeteilt für die Bundestagswahl und wir wollen nur eine einzige Liste haben von 1 bis 180.
Kandidaten auf eine Liste. Ich kann weiterhin erst zwei Stimmen entnehmen. Wie jetzt auch? Doch, Wahlkreise gibt es immerhin. Aber es ist nur eine Liste, bundesweit. Die Partei entscheidet sich, wie sie den nicht mehr Landeslisten, nicht mehr genau. Feste Landesliste, sondern eine feste Bundesliste. Könnte man auch mitleben, aber die Parteien wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber also, wo ich jetzt gerne hin möchte, ist, dass man sich mal wirklich wieder löst von dem, was wir haben, ja, und auch von den ganzen Parteiengedanken und wer welche Interessen vertritt, sondern wenn Sie die Wahl haben, aus freien Stücken jetzt mal ein Wahlsystem zu kreieren, wo Sie sagen, das wär's, das ist ein richtig guter Wurf. Wie müsste das aussehen? Also was wär's für ein Wahlverfahren und was wären die, weiß ich, drei oder maximal fünf wichtigsten Eckpunkte dabei? Das ist jetzt erstmal vieles, weil ich die Wahlsysteme eher kaputt mache. ja, also ich würde mir halt ein Wahlsystem vorstellen, wo man mehrere Wahlkreise, also mehr Mandatswahlkreise, wobei man jetzt über die Größe diskutieren kann, wo man bei der Größe sogar noch einen Spielraum hat, dass die Partei entscheiden kann, dass sie mit einer Liste auch in verschiedenen Wahlkreisen kandidieren kann, was ja für eine kleinere Partei, die vielleicht nicht überall Stimmen kriegt oder nicht überall Kandidaten hat, sinnvoll sein kann. Und dass man dann halt mit einer Stimme Prinzip auf einen Kandidaten von dieser Liste dann wählen kann, dass man dann auch einen personellen Einfluss hat und kein Zweitstimmensystem mehr braucht und keine Wahlkreise mehr braucht und dann eben auch keine Überhangmandate oder negatives Stimmgewicht entsteht. Also das wäre jetzt so die Idee, die ich hätte. Meine Frage ist, wir haben jetzt schon an ganz vielen Zahlen gedreht und an verschiedenen Sachen. Aber einen Punkt, finde ich, den haben wir jetzt noch überhaupt nicht betrachtet. Wo ist der Grund, dass der Bundestag so viele Mitglieder hat? Wenn der Bundestag, sagen wir mal, 100 Mitglieder hätte, dann wären kumulierten Panaschieren wie auf Kommunalebene auch viel einfacher möglich. Dann wären auch ganz andere Wahlsysteme denkbar. Gibt es da irgendeinen Grund, warum der Bundestag jetzt 600 plus Mitglieder hat? Also ein vergleichsweise simpler Grund ist, wobei ich da jetzt ausgerechnet nicht mal die Partei verteidigen muss, dass aus Sicht der Parteien es sinnvoll ist, wenn eine Fraktion so groß ist, dass möglichst alle Fachbereiche irgendwie abgedeckt sind. Der Herr Ruppert hat das vorhin auch schon angedeutet, man kann einfach nicht auf jedem Gebiet ein Experte sein. Also ich wäre definitiv kein Experte für Wirtschaftswesen. Also irgendwie alles, was irgendwie mit dem Finanzwesen zu tun hat oder Arbeitsmarkt, brauchst du mich gar nicht fragen. Jetzt für solche Wahlrechtssachen dann schon eher und noch im Bildungsbereich, aber ansonsten, man muss sich ja noch wahnsinnig in solche Anträge und Themen einarbeiten. Man braucht Experten aus jedem Gebiet in der Fraktion, damit man auch zu allem irgendwie zu einer Beschlussempfehlung kommen kann. Das ist auch eine der Begründungen, die Parteien aufführen gegen offene Listen. Weil sie dann sagen, ja, hier unsere Top-10-Kandidaten, die haben dann schon die allerwichtigsten Themen abgedeckt. Also sei es unser designierter Wirtschaftsminister, sei es unser designierter Finanzminister und. Das entmündigt allerdings auch die Wähler insofern, als dass sie meinen, dass die Wähler das nicht selbst gebacken bekommen. Also eine gewisse Mindestfraktionsgröße ist sinnvoll, wie ich finde, um wirklich große Politik zu machen, so leicht das jetzt klingt. Solange man noch ein parlamentarisches System hat und keine direkte Demokratie machbar ist oder es ein gutes System dafür gibt, muss ich Ihnen leider zustimmen, dass es eine gewisse Größe braucht. Also es gibt ist noch viel konkreter das Problem, bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf die Ausschüsse. Also das ist weniger sogar die Zahl der Mitglieder in der Fraktion selber, sondern der Bundestag hat sehr viele Ausschüsse. Jetzt ist es so, die Ausschusssitzungen sind relativ häufig, deutlich häufiger als Plenumssitzungen und die sind irgendwie gut koordiniert. Wenn ich jetzt zu wenig Leute in der Fraktion habe, um die Ausschüsse einigermaßen mit verschiedenen Leuten zu setzen, dann habe ich immer Terminkollisionen ganz praktisch zwischen verschiedenen Ausschusssitzungen. Das ist wirklich einfach ein praktisches Problem. Das heißt, ich brauche tatsächlich eine gewisse Mindestanzahl von Leuten, um allein die Ausschusssitzungen sinnvoll besetzen zu können, muss man ganz klar sagen. Das ist also das wirklich konkrete Problem dahinter.
Was die Fachleute in Fraktionen angeht, da bin ich geteilter Meinung ein bisschen. Also ich finde immer, der Bundestag liegt keine Ahnung von vielen Fachthemen. Die Frage ist vielleicht doch eher, dass die ein bisschen mehr lernen sollten, auf Sachverständige zu hören, die ihnen zuarbeiten müssen sowieso. Also das ist vielleicht, wird es zum Teil überschätzt in der Diskussion. Außerdem ist es so, selbst wenn ich offene Listen habe, gewinnen die Leute tendenziell, die weiter oben stehen, trotzdem eher Sitze. Das heißt, dass die Wähler jetzt was völlig anderes aus einer Liste machen, das kommt eigentlich nicht vor. Es kommt vor, dass Einzelleute hoch und runter steigen bei offenen Listen. Also es ist nicht so, dass jetzt die Liste komplett anders aussieht, das Ergebnis komplett anders aussieht, als wie die Liste von der Partei aufgestellt worden ist. Das darf man nicht falsch sehen. Wir haben praktische Erfahrungen aus vielen Wahlsystemen, vielen Kommunalwahlen, auch Bremen und Hamburg hat es gezeigt. Es kommt vor, dass Leute hochgewählt werden, es kommt auch vor, dass Leute runtergewählt werden, aber es ist nicht so, dass die Liste komplett sich ändert. Also so dramatisch ist der Effekt nicht. Also die Leute, die da gewählt werden, sind ja auch die da wählen können. Soll dann ja auch so sein, wenn man hinter dem Schreiben ein bisschen anders gesetzt wird, dann ist das halt so, oder wieder so wollte. Ganz kurz, direkt. Das ist meiner Meinung nach eine verquere Argumentationsweise auf die Forderung nach Verkleinerung des Parlaments. Weil als Abgeordneter musst du Generalist sein, meiner Meinung nach, und kein Spezialist. Du musst auch in der Lage sein, zu entscheiden, was wichtig ist, was dir verschiedene Spezialisten erzählen können. Und diese Spezialisten haben meiner Meinung nach nichts im Parlament verloren. Und insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du sagst, diese Horde von Abstimmern einer Partei brauchen wir in dieser Form nicht. Danke. Da möchte ich allerdings wieder widersprechen, denn wenn du nur Generalisten da drin hast, die von allem nur so ein ganz klein wenig Ahnung haben, dann gibst du dem Lobbyismus Tür und Tor frei. Weil dann glauben die auch fast alles, was sie erzählt bekommen. Und wenn man nicht über ein ordentliches Vorwissen hat, dann kann man auch mit dem, was einem ein Experte rät, wenig anfangen. Das war ja auch gerade zur Bundestagswahl, beziehungsweise davor, als das Zulassungserschwerungsgesetz in Gang kam, so das große Problem, dass da anscheinend die Leute mit Wissen im Internet-IT-Bereich große Mangelware im Bundestag waren. Und dann irgendwelche Lobbyisten denen erzählt haben, also irgendwelche Blödsinn erzählt haben, die Leute das wahrscheinlich geglaubt haben. Dann widersprich mir. Okay, vielleicht habe ich ein schlechtes Beispiel gewählt, aber nur zu widersprich mir. Ich widerspreche dir dahingehend, weil die Entscheidung, sowas zu machen, eine politische war. Das war eine politische Entscheidung, um mal wieder ein Aufregerthema zu haben, um Zensurinfrastruktur einzugehen. Es ging nicht um Politik, es ging um, ich sag mal, Zensur des Internets und Kontrolle. Darum ging es. Und man hat sozusagen dafür, ich sag mal, eine Ausrede gebraucht, weil hier wieder Politik gegen die Bevölkerung gemacht worden ist. Und das ist ja der Punkt, diese Politik gegen das eigene Volk. Und deshalb werden Politiker der etablierten Parteien ja auch gar nicht gewählt. Und das gilt für die Leitwölfe hinter solchen Initiativen. Aber jetzt guckt ihr mal an, wie groß die Fraktionen sind. Ich glaube, die allermeisten von der CDU und SPD, die damals dafür gestimmt haben, hatten keine Ahnung. Danke. Also können wir doch auch darauf verzichten. Ja, aber das waren dann die Generalisten, nicht die Spezialisten. Also man muss sagen, das war sehr viel Wahlkampfgedöns, hat der Schäuble nachher selbst zugegeben. Es erschien in der Union schick, hier mal Stimmung zu machen gegen das böse Internet an der Stelle. Das erschien als Wahlkampfmaßnahme geeignet. Also es war selbst von der Union-Seite aus nicht unbedingt mal das Hauptmotiv, möglicherweise jetzt eine Zensurinfrastruktur zu errichten, sondern nur, um was Schönes zu verkaufen, was man in ihren konservativen Wählern gut unterjubeln konnte. Also es ist schon zum Teil sehr heftig, also es hat zum Teil wirklich mit Sachpolitik genau gar nichts mehr zu tun. Sorry, dass ich jetzt ausgerechnet das Beispiel aufgebracht habe. Ich gehe aber auf die anderen Beispiele. Also im Prinzip besteht eben die Gefahr, dass die dann nicht mehr in der Lage sind, Gesetze selber richtig zu erarbeiten, dass sie entweder auf Lobbyisten gehen, die sozusagen irgendwas vorschlagen, was dann
zu unkritisch übernommen wird oder dass in so einem Unsinn rauskommt, wie jetzt bei diesem neuesten Beispiel. Ja, wir sind in der Diskussion jetzt zwar eigentlich schon ein bisschen weiter, aber ich wollte noch mal was zur Wahlbeteiligung sagen. Also ich finde es schwierig, das Nichtwählen so als Protest darzustellen, denn es gibt ja auch die Möglichkeit des Ungültigwählens. Und natürlich sind das nicht alles irgendwie dumme Leute, die es nicht interessiert. Und das muss man auf jeden Fall angehen, dass man die Leute irgendwie motiviert oder eben diese Politikverrassenheit bekämpft. Aber also ich finde es immer falsch, das Nichtwählen so ein bisschen zu romantisieren quasi als Protest, denn es gibt ja die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen, ohne eine Partei zu wählen oder ohne seine Stimme zu vergeben. Und ja, also das wollte ich eigentlich nur so sagen. Dazu hätte ich zwei Anmerkungen. Erstens, ungültig wählen, das sind die meisten Wahlgesetze in Deutschland vollkommen nutzlos, weil die Stimme überhaupt nicht zählt, in keiner Weise. Es gibt ein paar Ausnahmen, auch das Wahlen hat einen gewissen Effekt, wenn man ungültig wählt, aber bei Landtagswahlen, aber in der Regel hat es gar keinen Effekt. Zweitens, also es sieht vielleicht schlecht aus in der Statistik, es hat aber auch medial fast keine Wirkung, muss man sagen. Zweite Sache ist die Nichtwähler, ich kenne Nichtwähler, ganz verschiedene Couleur, es ist sehr interessant zu hören, warum die nicht zu wählen gehen. Ich kenne zum Beispiel eine Azubi, die sagt mir, sie wird selbst für, ich kenne die gut, sie hat mit der darüber öfters geredet, sie sagt, sie wird selbst für 10.000 Euro Belohnung nicht zur Wahl gehen. Ich meine, wie soll man da noch argumentieren? Das ist so aktiv drin bei manchen Leuten, dass sie nicht mehr wählen wollen, das ist wirklich erschreckend. Ich kenne einen Doktor der Mathematik, der wählt auch nicht mehr, aus Prinzip nicht. Er sagt, man kann das System nicht ändern, indem man zur Wahl geht und irgendjemanden wählt. Also es gibt ganz verschiedene Motivationen von Nichtwählern, es ist in der Tat ganz brandgefährlich zu glauben, das sei ein homogener Block. Es ist ja auch uns gelungen, bei der Berlin-Wahl zum Beispiel, immerhin 2% Nichtwähler an die Ohren wieder zu kriegen. Und das ist auch wieder so eine Teilmenge der Nichtwähler, die man unter Umständen mit einem Parteiangebot, was ihnen gefällt, wieder zur Wahl bewegen kann. Also es ist sehr schwierig, Nichtwähler ein allgemeines Urteil abzugeben. Tatsache ist, dass die Wahlbeteiligung in Deutschland dramatisch gesunken ist in den letzten Jahrzehnten. Also die Bundestagswahlen hatten in den 70er, 80er Jahren zum Teil noch deutlich über 90% Wahlbeteiligung. Wir sind inzwischen bei knapp über 70 gelandet. Eine Landtagswahl wie Baden-Württemberg dieses Jahr mit 66% Wahlbeteiligung gilt heute schon als sensationell gut. Denn die meisten Landtagswahlen schaffen sich über 60%, oft nur über 50%. Sachsen-Anhalt hielt bis zu diesem Jahr noch den Negativrekord von unter 50% bei der vorletzten Landtagswahl. Dieses Jahr war es ein bisschen genau. Darf ich eine Sache dazu? Also meines Wissens gibt es einen Unterschied, gibt es schon einen Unterschied zwischen ungültig wählen, ungültig wählen und nicht wählen, und zwar in der Parteienfinanzierung. Vielleicht weiß es jemand besser, ich bin ja nicht. Also ich glaube, dass die Stimmen, wenn man nicht wählt, ihr schüttelt schon den Kopf, also dann meine ich, dass man da sozusagen dafür keine 8 Euro oder so an die Parteien ausgeschüttet werden, wenn ich ungültig wähle. Aber also die Sache, dass es nicht so ist. Euros werden ausgeschüttet, nur an die Parteien, die sich da qualifiziert haben, dass sie jetzt Stimmen haben. Und dann sind das die gültigen Stimmen an diese Parteien. Was dann ungültig war, da kriegt keiner was für, und was nicht abgegeben war, kriegt genauso wenig was. Nicht mehr. Genau, das ist ja geändert worden. Es ist tatsächlich so, dass sowohl bei der Parteienfinanzierung als auch bei der Sperrklausel, Bundestagswahlgesetz und den allermeisten Landtagswahlgesetzen, ist ganz klar die Regel, dass eine ungültige Stimme wirklich gar keinen Effekt hat letztlich. Also was gezählt wird, werden wirklich nur gültige Stimmen, die abgegeben wurden. Das ist jetzt aber vorbei. Ja, ja, das ist jetzt vorbei. Die ungültigen Stimmen, die werden jetzt im Land an die Parteien verteilt. Ich habe mich im Studium mal ein bisschen mit Nichtwählern auseinandergesetzt, und es ist tatsächlich ein Problem, dass eben nicht alle Nichtwähler aus Protest nicht wählen. Es gibt da auch einfach ganz einfache makrosoziologische Gründe, die mit den Intentionen der Leute überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel gehen Leute, die allein wohnen, seltener wählen, was ja auch irgendwie total nachvollziehbar ist. Wenn man irgendwie in einer Familie oder mit einem Partner wohnt und der andere geht wählen, dann ist wahrscheinlich die Hemmschwelle kleiner, dass man mitgeht. Es gibt nun mal heute mehr Leute in einem Personenhaushalt als 1950. Das sind Sachen, die haben mit Protest oder mit damit, dass man die frustriert ist über die Politiker, im Zweifelsfall überhaupt nichts zu tun. Und diese Leute, wenn sie 1950 allein gewohnt hätten, wären auch nicht wählen gegangen. Also das wollte ich nur mal so einwerfen. Es ist halt nicht so einfach.
Okay. Dann wollte ich jetzt mal fragen, es geht jetzt stark auf die 7 zu. Ich glaube, du musst weg. Wie ist es? Habt ihr noch ein paar Fragen? Gibt es noch ein abschließendes Statement hier der Diskussionsteilnehmer? Also ich will jetzt spontan erstmal nur sagen, mein Entwurf ist auf dem Piraten-Wiki drin und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es dazu, ich weiß nicht, ob Arbeitsgruppe jetzt das richtige Wort ist oder ob das schon so vergriffen ist, auf jeden Fall irgendein Team, wie auch immer benannt, von Leuten, die sich weiter darum kümmern, dass das weiter bearbeitet wird, dass das eine Beschlussfähigkeit bekommt. Zuerst erstmal parteiintern für den Bundesparteitag, damit es ins Bundeswahlprogramm kommt und schließlich dann auch potenziell für einen Gesetzesentwurf im Bundestag. Sandra, hast du das jetzt schon in Offenbach eingebracht? Ist das schon soweit, dass es als Vorschlag in Offenbach steht? Nicht unter Offenbach, das steht ganz offen im Wiki. Aber ob der Vorschlag steht, dass du das in Offenbach zur Abstimmung stellen würdest, ist das schon soweit, das Wahlrecht, was du irgendwas dann vorgeschlagen hast? Nein. Okay. So aufgefragt. Aber es kann ja auch irgendjemand anders stellen. Dann sagst du, kannst du ohne Regelung auch machen. Ich bin ja auch kein Offenbacher. Aber das Bundesparteitag ist ja. Aber ich bin nicht antragsberechtigt. Weil ich kein Pirat. Ich bin kein Pirat. Ach so, okay. Naja, das ist ja nicht das Problem, wie man sich mit dem anderen. Ja, das ist genau. Okay, Juli hat sich Fahne gemeldet. Also ich würde sagen, dass der Herr Fettlich vielleicht mal über diesen Antrag einfach mal drüber gucken könnte, wenn er denn wollte, ob denn nicht jetzt direkt. Ich gucke mir das mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir es geschafft haben, einen Plot hinzukriegen. Eine interessante Diskussion. Vielleicht hat er was gelernt. Er hat was gelernt. Ja, gut, er war selbst auch nicht so ganz zufrieden. Ja. Danke, Herr Friedrich. Ja, ich habe mich schon genügend ausgelassen mit den Möglichkeiten, die es gäbe. Ich bin nach wie vor optimal, wie auch die ganzen Gutachter gesagt haben, macht es gefälligst zusammen. Das heißt, Parteien macht einen gemeinsamen Entwurf und nicht irgend so ein kleinteiliges Zeug, was ihr nach seinem Lust und nach ändert, nach der nächsten Wahl. Und ansonsten, es sollte halt ein bisschen demokratischer sein. Es sollte Schwachsinnseffekte, weniger das Stimmgewicht, was halt das Verfassungsgericht nicht zulassen konnte, dann ist klar, das ist einfach absurd, sowas, das kann man nicht erlauben. Das Verfassungsgericht ist einfach so. Genau. Und auch Übermandat, die massivst Verzerrungen erzeugen inzwischen, das muss einfach weg, letztlich nach meiner Meinung. Also die drei CSU-Mandate können nur fast extern, können nur was noch geben lassen, aber nun sieht man an die Grenze. Also ich finde auch, man sollte einen Ausgleich oder eine Art und Wahlsystem das Problem einfach einmal zur Welt schaffen. Über die nächsten Jahrzehnte unter Bedingungen, die wir jetzt haben, wo eben die Parteienkonzentration, die stimmkonzentrierte Parteien eben nicht mehr so ist für nur, dass es auf Dauer, auf längere Zeit wieder tragfähig wird, das Ganze. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort, ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Kommen, vor allen Dingen erstmal. Das war wirklich schön, also, dass man auch Publikumsmeinungen hat. Und ich bedanke mich bei den Referenten, bei Xander, dass er da so ganz fix eingesprungen ist und das mal vorgestellt hat. Und ich bedanke mich bei den Zuschauern im Stream. Angeblich waren wir über 50 Leute im Stream, das sind, glaube ich, fast mehr als hier anwesend waren. Okay, euch noch einen schönen Abend.